bin doch nur ein kölscher Anwalt. Ein einfacher kölscher Anwalt. Glaubt ihr, die sind in Gerichtsverhandlungen auch so ganz, ganz rheinländisch miteinander? Verprügelt mit einer Punchline. Hi und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines. Mit mir an meiner Seite Falk Kürcek. Natürlich haben wir Ivan Thieme hier. Und ja, wir haben Patreon, da könnt ihr uns unterstützen. Eine wichtige Sache vorneweg. Am 26.10. Haben wir VMD live, Verprügelt mit Drachen live in der Göre in Berlin. Ticketlink hoffentlich schon längst online, weil wir dann, das haben wir gerade noch gebaut. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da hinkommt. Da passen 100 Leute rein, wir müssen den Laden voll machen. Sonst werden wir nie wieder arbeiten in dieser Stadt. Ja, nie wieder. Nie wir werden auch nie zu Sat 1 kommen. Nie. Also das ist alles, es ist, ich sag mal so, ist auf Kante genäht. Es wäre gut, wenn ihr kommt. Ist eigentlich eine gute Frage. Würdet ihr Verprügelt mit Drachen auf Sat 1 machen? Sofort. Ja. Ja. Sofort. Sofort. Wow. Sofort. Ohne mehr, also wirklich? Hast du ehrlich mit einer anderen Antwort gerechnet? Naja, dass ihr beide darauf einsteigt, war mir klar. Aber ihr wisst schon, dass das bedeutet, dass irgendjemand alle unsere VMP-Folgen nochmal nachhören wird. Ja. Ja. Und das ist ja okay, dann müssen die durch. Ja. Dann kriegen wir vielleicht ein Patreon mehr. Ja, ist ziemlich gut, dass wir uns nie über die Paralympics lustig gemacht haben. Exakt. Ja. Also das ist nämlich eine der wenigen Sachen, wo ich so gar keine Sorgen habe, dass das nochmal ausgegraben wird. Da bin ich so, nope, habe ich nicht zugemacht. Oh. Ja, euer Ehren, wollen wir da gleich in den heißen Talk der Woche? In Medias Res. Weil das Internet brennt ja. Ja. Das ist ja auch geil, oder? Also wenn Luki eine Sache schafft, dann das Internet in Flammen zu setzen. Irgendjemand hat gethreadet. Das ist schon interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Das ist cool, ist, dass Luke Deutschland vereint. Ach, Daniel Wolfson. Daniel Wolfson, schöne Grüße. Liebe Grüße. Geil, alle haben recht. Ja. Es gibt ja, also was ich sehr lustig finde, beim letzten großen Skandal von unserem Luki, da sind ja noch 2, 3 Promis gekommen und haben gesagt, na, so ein Schlechter ist er gar nicht. Ja. Joyce Ilk konnte ja gar nicht ihre kleine Schnude mal halten, um ihn über den Klee zu loben. Ganz wenig jetzt von denen. Komisch. Ja, aber Pfizer hat sich inspirieren lassen. Wirklich? Ja, der hat dann quasi diesen Pillen-Joke gemacht, die K.O.-Pillen. Stimmt. Ach so, ja, ja. Der hat den anderen geschmacklosen Joke nachgeballert, genau. Ja, ja. Aber nicht mal der sagt jetzt was. Ja. Es ist einfach komplett Totenstille. Der braucht aber auch einen Moment, um sich was auszudenken. Ja. Also es kann schon noch mal kommt vielleicht noch mal was. Ja. Aber ich finde es spannend, dass dieses Mal gibt es gar nicht 2 Lager. Ja. Es gibt exakt 1 Lager. Ja. Das musst du erst mal schaffen. Der Top-Kommentar unter dem Tagesschau-Post war von was Tara sagt. Ja. Die roastet immer diese toxischen maskulinen Männer, die so komplett übertreiben auf TikTok. Mhm. Und sie, also Statement, Luke Mockridge, bla bla bla, Paralympics. Und sie schreibt, krass, der ist ja sonst immer eigentlich so witzig. Rechtfertig aus allem. 37.000 Likes, genau. Locker. Ja, natürlich. Alright. Ja, hey, good for him. Yeah. Ja, also es ist einfach so, es ist, ich finde es, also es ist natürlich furchtbar, was er gesagt hat, aber ich finde es so lustig auf so vielen Ebenen. Ich habe ja am Anfang, bevor ich hier rein, also ich bin hier rein und ich habe gesagt, stellt euch mal vor, ihr seid der Senderchef von Sat1. Ja. Du hast erst wollen mal, wir das mal kurz machen? Ja. Wer will der Senderchef sein? Du bist der Senderchef? Ja. Ganz kurz, ich stelle es mir vor, wie, also ich stelle mir vor, dass Luke Mockridge auch in dem Headquarters von Sat1 so eine Art Kinderzimmer hat. Und ich stelle mir vor, wie er dann so. Mit so einer PlayStation 2 in dem Jugendzimmer. So, aus den 90ern. Nee, es sind nur Sachen aus den 90ern. Lass mich, wie so klein, lass mich jetzt in Ruhe. Und dann geht er so ins Zimmer, haut es zu. Und dann muss der Senderchef so ankommen, so, ey, Luke. Und er so. Und er liegt so auf dem Bett, also die Beine sind gekreuzt und er füttert sein Tamagotchi. Genau. Es ist nicht relatable. Genau. Luke, leg das doch jetzt mal ganz kurz hin, komm. Die verstehen mich alle gar nicht. Es läuft Linkin Park. I try so hard and get so far. So ein lustiger Gedanke, dass er wirklich ein Kinderzimmer ist. Jeder hat ein Büro, keiner versteht es. Warum hat er ein Kinderzimmer? What? Okay, wir spielen es durch. Also, du musst einen Anruf kriegen, ne? Ich habe ja früher Content Management gemacht. Das ist eigentlich genau der richtige Beruf. Okay, wer willst du sein? Social Media. Kann nicht immer irgendeiner von uns in einem Dreier-Impro-Set das Telefon sein. Wir müssen uns weiterentwickeln. Jemand ist immer die Klingel oder das Telefon. Oh, stimmt. Ja, ich komm, dann nicht. Sind wir jetzt die Social-Media-Abteilung. Ja. Da gibt es ja immer mehrere. Ja, es gibt ja immer Senior und Junior. Ja. Ich bin Junior, du bist Senior. Oh, das finde ich jetzt mal gemein, aber okay. Warte mal, ich möchte mir einmal ganz das kurz ist ageist. Den Senderchef von Sat1 angucken. Damit du dich reinfühlen kannst. Ja, ich will einmal wissen, wer das ist. Also jetzt kannst du dir aber richtig was kaputt machen für die Zukunft, ne? Marc Rasmus, noch nie gehört. Das klingt aber nach, wir da ein Bild? Nach einem guten Namen.
Interessant. Mark Rasmus, guter. Das ist ein sehr guter Name. Für die Bühne. Das ist ein sehr guter Name. ProSieben. Aber ich sehe jetzt da mehrere Leute, ich weiß nicht, wer ist. Das ist jetzt, nee, ProSieben-Chef Daniel Rosemann leitet auch Sat 1. Das ist also jetzt der ProSieben Sat 1-Chef. Okay. Den muss ich jetzt spielen, dass er Karriere gibt. Das ist ja wirklich blankes Karriere. Ja, weil du den auch per Namen jetzt da reingebracht hast. Okay. Marcel, ich mach dich stolz. Spiel ihn doch intellektuell, warmherzig und sehr emotional. Ja. Also sehr emotional wird er wahrscheinlich wirklich geworden sein. Gut, dann stellen wir uns mal. Was glaubt ihr, was macht der so? Handyverbot ihm geben. Der gibt ihm wirklich, glaube ich, Handyverbot erstmal. Ich versuche mich gerade reinzufühlen, in welche Situation das Telefon von. Marcel, der kommt frisch aus dem Urlaub. Der hatte den geilsten Urlaub mit seiner Family überhaupt. Schön Seychellen. Die Familie, es war ein hartes Jahr, aber es war ein guter Urlaub. Guter Urlaub. 3 Wochen. Kinder haben endlich eine 2 in Mathe. Oh, das war 3 auf einer 2. Ja, und ja. Wow, ist dieser Weg dahin groß. Oh, also, hast du recht. Jeder, der mit Mathe gestruggelt hat, weiß, wie viel die 2 bedeutet. Ja. Also wirklich, alles könnte gerade nicht besser laufen. Und man kommt mit dem Partner auch wieder richtig zusammen. Der Urlaub, man wird auch wieder geil auf den Partner im Urlaub. Man hat so viel Sex auch wieder. Man hat sich so ein Rudergerät gekauft für zu Hause. Okay, ich komme aus dem besten. Einmal so ein 70.000 Euro Seychellen-Urlaub. Weißt du was? Und wir legen noch einen drauf. Joko und Klaas haben ein neues Format. Das wird ein gutes Jahr. Das wird ein gutes Jahr. Ja. Das wird ein gutes Jahr. Das wird ein richtig, richtig gutes Jahr. Okay, sehr gut. Wer steht Luke Mockridge Show? Das ist Leute dürfen um den Sendeplatz kämpfen. Spoiler Alert, er selbst. Okay. Ich trinke jetzt mal, ich trinke hier einen schönen Kaffee am Morgen. Okay, wir machen erstmal vorher ein Meeting, was unsere Strategie ist für den Talk. Oder, also ich bin ja quasi Spieler-Assistent. Brauchen Sie etwas? Es gibt da kein Meeting mehr. Wir gehen da einfach hin, wir werden uns unsere Schelle abholen, hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Genau, du machst es noch nicht so lange, du bist jung, aber ich sag dir jetzt mal eine Sache. Die kommen und gehen. Ja. Alles, was wir machen müssen, ist so tun, als hätten wir nichts damit zu tun gehabt. Das ist das Einzige. Ja. Schön weiterschieben. Aber es war doch unsere Aufgabe, den Podcast nochmal anzuhören, bevor er gepostet wird. Das ist doch eigentlich ganz klar mein Arbeitsvertrag. Wir können jetzt nicht jeden Podcast bevor Luke Mockridge etwas macht. Das geht doch auch gar nicht. Hast du dir den mal angehört? Der Podcast ist ja unhörbar. Da kommen wir doch gar nicht durch. Guter Name für den Podcast. Unhörbar. Schreib das auf. Okay. Sir. Also, wir schlawinern uns da durch. So, es gibt ja keine schlechte Publicity. Genau. Das ist unser Winkel. Ja. Es gibt keine schlechte Publicity. Und nächste Woche erinnert sich da keiner dran. Ja. Ja, der macht nochmal Urlaub, der will in den Urlaub sagen, der macht Therapie. Wir canceln einfach mal eine Runde. Ja. Nächste Woche ist er wieder da. Ist doch kein, haben wir doch schon mal gemacht. Ist doch kein Problem. Dann ist er ein paar Center-Shocks und dann zeigt er ein paar. Comebacks, alle lieben ein Comeback. Ja. Okay, sehr gut. Gut, okay. Ich wähle die Nummer für Sie. ich glaube nicht, dass du weißt, wie man ein Telefon bedient. Ich sage euch übrigens ganz kurz: Das ist ein Gespräch, das haben wir in Person. Das mache ich nicht am Telefon. Der Bruder wurde nicht nur angerufen, das kann ich immer versprechen. Okay, das heißt, wir gehen zu den Headquarters. Ja, genau. Ihr werdet schön an einer riesigen, hölzernen Doppelflügeltür klopfen. Willst du ganz kurz die alte Sekretärin sein, die da immer noch arbeitet? Ja, und, sehr gerne. Ja. Oh wow, das ist wie eine Hexe. Irgendwas klingelt. Das ist die Tür, glaube ich. Okay. Das wart ihr gerade. Sie wünschen. Erstmal, hallo Monika. Ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Mann. Ja, und Sie sind. Wir wünschen den Vogt zu ersetzen. Ich versuche eine Sprache zu reden, die Sie versteht. Den Vogt von Sat 1. Wir haben ein Vorsprechen beim Vogt von Sat 1. Oder? Hörst du das? Muss ich einmal. Das ist alt einfach. Nee, hörst du? Es klingelt. Ja, soll ich jetzt es klingelt jetzt die ganze Zeit durchgängig an deiner Tür oder an deinem Telefon. Nein, das ist nicht meine Tür. Ja. Okay. Okay. Oh, ist funny, dass ich immer gesagt habe, sie ist alt. Du hast so viel Charakter zu sagen. So, du kriegst gleich nochmal schön dein Fett weg für Ageism von ihm und dann, war nicht Ageist. Er war Ageist. Ja, stimmt, du musst gefeuert werden. Naja, wir feuern euch beide gleich. Ja. So, wir würden gerne, Herr, es ist der Junge. Oh nein, was hat der Junge wieder gemacht? Der goldene gemacht? Prinz. Oh nein, oh nein. Und sie steht auf und dreht sich so ein bisschen im Kreis. Und ich so, oh nein, weil sie weiß ganz genau. Naja, ich wünsche Ihnen nur das Beste. Und sie kommt zu euch und legt euch beiden so eine schusssichere Weste um und so einen Helm, den Paul Ronsheimer in jedem Interview anhat, dem er in die Kamera redet. Danke. Das ist das Übliche. Zieh das auf. Nee, mach dir keine Sorgen. Ja. Und sie drückt einen Knopf und versteckt sich unter ihrem Schreibtisch.
Sie stellt sich voller von so einer Wand vor diesen inflationären D-Mark aus der Weimarer Republik. Meterdicke Reichsmark. Ja, so, dann stellen wir uns jetzt vor, wunderschönes, riesiges Büro, ja. Wahnsinnig stilvoll. Mhm. Wahnsinnig stilvoll. Auch so tolle Auftrags- Skandinavisch-Arbeiten. Nee, noch flippiger. Ihr kommt rein und ihr seid Japanisch. Verwundert aufgrund des guten Kunstgeschmacks. Ah. Also ihr seht, dann werdet ihr so, oh krass, das waren teure Auftragsarbeiten. Also jemand mit Geschmack hat sich hier nett gemacht und steht mit so einer Hand hinter dem Rücken. Er versucht seine Möglichkeiten bei Sat.1 und ProSieben ganz liebe Grüße, ganz liebe Grüße. Ganz viel Geschmack. Ihr wisst, Klaas wird alt. Ganz liebe Grüße. Ja. Und ich bin auch klein. Ihr braucht einen kleinen Mann. Nehmt nicht Oliver Pocher. Und wir haben auch einen großen. Sehr großen. Ja. Ich kann das super. Wir können das alles. So, wir stellen uns vor, ich glaube Daniel hieß er, steht am Fenster, eine Hand hinterm Rücken und hat so einen Kaffee in der Hand und schaut quasi über sein Frankfurt. Trägt er einen Glaubst du, das ist in Frankfurt? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, er ist in dieser Pyramide. Ich dachte, er ist oben im Kölner Dom. Dafür wurde der ja gebaut. Für den Senderchef eines Privaten. Ganz oben im Dom. Ja, ist für unseren Gott. Ja. Genau, nee, wir stellen uns vor, wir sind in Frankfurt. Ich will, dass wir in Frankfurt sind. Ist da eine Eule irgendwo, die da auf so einem Ding sitzt? Ja, einfach gerne. So, ja, sehr gerne. Mach. Genau, also stellt euch einfach so die Frankfurter Skyline unter uns vor. Also es ist Frankfurt. Okay. Er ist Frankfurt, ihr seht nur seinen Rücken, aber ihr seht am Rücken, dass er lächelt. Ja. Er ist ein guter Tag. Gerade noch kurz mit seiner Frau telefoniert. Genau. Und er hat wirklich gesagt, ey Schatz, ich liebe dich, danke für die gemeinsamen Jahre. Ja. Du bist eigentlich, wirklich, du bist mein Sat.1, hat er gesagt. Wow. Das ist das größte Kompliment, was man jemandem macht. Ich weiß nicht, Sat.1 ist, glaube ich, sein Problemkind, oder? Das ist eine schwierige Metapher. Ich will, dass du bist mein ProSieben. Du bist mein Duell um die Welt. Du bist mein Pro8. Trotz jeder Kunst, die da hängt, das Wichtigste ist auf dem Tisch so ein selbstgemaltes Bild von seinem Kind. Genau, das ist so. Absolut. Und sein Lieblingsgolfschläger. Ja. Gut. So. Okay. Ja, wir kommen, ich würde sagen, wir kommen einfach ganz vorsichtig rein, nicht so laut. Okay. Herr Chef. Ha, Herr Thieme, hey Mom, kommen Sie rein, setzen Sie sich. Ja, gerne. Ja. Ganz, ganz toll eingerichtet, muss ich übrigens sagen. Vielen lieben Dank. Ja. War nicht billig, aber ich sag mal so, läuft ja bei uns. Ja, es läuft. Es läuft, fantastisch. Das ist gut, oder? Ja, ja. Oh, bitte, wollen Sie was trinken? Nee. Also, warum denn nicht? Ach, wir können auch mal anstoßen. Wir ackern doch wie die Hunde ackern wir. Darf ich was klauen? Und jetzt. Herr Klaus ist schön. Ich mit diesem Game Master Blick angeguckt. Darf ich würfeln? So, er setzt euch hin und er nimmt es auch gar nicht an, dass ihr nichts trinken wollt. Ihr kriegt ein Wasser und. Sag mal ehrlich, also ein Whiskychen oder ein Weinchen? Einen kleinen Schluck. Er ist wirklich nur so ein bisschen fürs Gefühl. Ja, also einen kleinen Whisky können wir schon noch. Ja, nehmen. Ist doch vernünftig. Super. Dann schenkt ihr euch einen Whisky ein, wo ihr schon in der Flasche seht. Das werdet ihr euch niemals leisten können. Das ist ein Jahresgehalt Whisky. Ja. Wow. So. Die ist aus Diamant. Die Flasche ist aus Diamant. Die ist flüssige Diamant. Und er prostet euch zu und sagt, Männer, ich möchte nicht, also das ist jetzt vielleicht viel, was ich gleich sage, aber ich denke, wir sind mit Sat.1 endlich zurück. Also, also hier ist die Sache. Ja, bevor wir loslegen, ja. Ich bin so begeistert von Ihrer Arbeit. Danke. Also ich würde auch gerne, weil wir sind ja schon lange beim Team und beim Imam, vielleicht das Du, ich bin der Daniel. Danke, du Daniel. Ja. Daniel. Und das ist ganz toll, dass du das erwähnst. Ich finde, das sollten wir auch nicht vergessen. Vielen Dank, dass du es nicht vergessen hast. Es ist absolut liebenswürdig. Nee. Nicht wie das Publikum, was alles immer vergisst. Ja, die vergessen alles. Alles. Gut, dass du es sagst. Ja, Daniel. Gesundheit ist ja das Wichtigste. Also, bevor wir in das Gespräch gehen. Gesundheit und Familie. Und da kann ich mich gar nicht beschweren. Jeder, alle gesund, alle egal, glücklich. Was passiert. Oh, Clara, endlich eine 2 in Mathe. Das war ein Weg. Toll. Das war ein Weg. Wir sind so stolz. Mathe, sehr wichtiges Fach. Ja, wir sind so stolz. Ja. Macht sich so fantastisch. Einfach. Wollte ich nochmal kurz. Ja. Ja. Bin ich komplett bei dir, Ivan. Ja, gut. Familie und Gesundheit. Genau. Ja. Und in diesem Kontext wollte ich erstmal sagen, Unser Kronjuwel, der Luke, ne, der Prinz Luke, der ist gesund. Dem geht's super. Ja. Der ist mächtiger, war er nie. Okay, also kräftiger. Okay, also gut, heißt. Gut genährt. Okay. Ja. Sieht gut aus. Tolle Haut. Fantastisch, muss man sagen. Auch tolle Haare. Tolle Haare. Alles super. Ja. Verschmitztes Lächeln, wie eh und je. Das heißt, dem Sendestart der neuen Show, da ist im Weg, oder? Steht also der ist fit. Fast nichts im Weg. Absolut. Absolut. Was? Steht eigentlich nicht wirklich was im Weg.
Wir sind jetzt von einem Fast ja. über so ein nicht wirklich was nee, nee. Zu so einem konspirativen Blick und dann wieder zu mir. Also pass zurück auf. Zum Sie. Bist du direkt das kürzeste Du der Welt. Das kürzeste Du. Fast Name für die Folge. Das kürzeste Du der Welt. Also, Männer, wenn ich eine Sache nicht schätze, da muss ich jetzt ganz ehrlich zu euch sein, ja. ist Gedruckse. Mit Drucksen kommen wir nicht weiter. Gut. Ich habe das Gefühl, hier brennt schon wieder irgendwo ein Baum. Ich bin der Profi in brennenden Bäumen. Man nennt mich auch Jesus. Ah. Ganz wichtig ist, dass wir jetzt Hat ehrlich zueinander sind. Gelöscht? Okay. Also, als Feuerwehrmann. Ja, ja, als Feuerwehrmann des privaten Fernsehens. Kann ich nur sagen, es gibt vielleicht ein kleines Feuerlein. Ein Feuerlein? Ein Feuerlein, ein Feuerchen. Aber wir verniedlichen noch, Jonas. Ja, ich würde sagen, es ja, ist... Ja, ist noch niedlich. Es ist ein Funke. Ja. Ist ein Funke, der ist so ein kleiner Heuballen. Der halt langsam anfängt, ja. so ein bisschen sich auszubreiten. Aber Feuer ist ja auch gut, Feuer kann ja auch... Feuer ist der große Erneuerer. Ist der große, ja. die größte... Meine beiden Herren, ich habe eine Frage. Wenn Sie sagen, das Feuer breitet sich aus, ja. reden ja. wir davon... Kontrolliert. Es gibt ja kontrollierte Brände. Ja, das stimmt allerdings. Manchmal braucht man einen Brand, um einen anderen Brand zu verhindern. Wir haben auch schon einen Steinkreis gelegt, damit der Brand sich nicht... Aber wie groß ist denn der Steinkreis? Haben wir den Steinkreis um eine Mülltonne gelegt? Oder ein Stadtbezirk? Ich würde sagen, entlang der Landesgrenzen. entlang der Landesgrenzen! Sie wollen, dass ich nicht rumdruckse. Nein, das erinnert mich aber Landesgrenzen! Ja. Was hat er wieder gemacht? Ja. Es könnte sein, dass unser Prinz Joffrey sich ein bisschen, ein kleines bisschen... Ja, nee, sag einfach jetzt, mit wem? Lustig gemacht hat. Waren es Frauen? Nein, nur Frauen. Nein, also wenn, dann nur ganz bestimmte Frauen. Ja. Mhm. Jetzt also aber nicht, oh Gott. Es ist eine sehr PPOC, weibliche PPOCs? Nein. Was war, okay. Also irgendwie schon, weil es ist, irgendwie schon auch. Es ist ein internationales Ding. Es ist international. Also, Sie kennen noch die Olympischen Wisst Spiele. Wisst ihr, wie lange ich mit Samsung telefoniert habe, dass die wieder Werbung schalten? Könnt ihr euch vorstellen, wie lange ich mit Samsung telefoniert habe? Damit die wieder Werbung schalten. Also ich vermute ein bisschen... Und du sagst jetzt zu mir, ein internationales Problem. Naja, guck mir in die Augen, Jonas. Verliere ich Apple? Werde ich Apple daran verlieren? Ich glaube, Apple könnte das egal sein. Okay, wie lange ich Apple halten kann. Also... Ja, was hat er gemacht? Also wir zumindest jetzt, könntest du ihn... Oh Jungs, ich muss euch ganz ehrlich sagen... Wir müssen zurück zu Kruppstahl, glaube ich. Ich will schon mal den Chef von Kruppstahl anrufen, ob er Werbung schaltet. Ich glaube, ehrlich gesagt, also, der ist schon im Nazi-Prozess gehangen worden, aber hey. Yeah, okay. Genau. Also ich denke halt, wenn man das... Also jede Schwierigkeit, jede Herausforderung ist ja auch immer eine Möglichkeit. Absolut. Ja. Und nur weil Luke sich über Menschen mit, ich sag mal, Problemen lustig gemacht hat. Jonas, gleich stopp. Welche Probleme haben denn diese Menschen, also, über die er sich lustig gemacht hat? Also ich würde sagen, einfach so als Stichwort, jetzt einfach nur als Stichwort, um mal in die Nähe zu kommen. Paralympics. Ja. Ist ja keine so wichtig, also ist es so eine wichtige Veranstaltung am Ende des Tages? Also das, also ja, ist also es? Also erstmal werde ich Ihnen jetzt gleich verzeihen, dass Sie versucht haben, Paralympics kleinzureden. Mein Lieblingssportevent im Jahr. Ja. Das werde ich jetzt einmal erstmal so tun, Jonas. Ich wäre nur Schadensbegrenzung. Verstehe ich, aber wir müssen ehrlich zueinander sein. Ja. Ich persönlich liebe die Paralympics. Ich fiebere darauf hin und ich liebe es. Und das müssen Sie jetzt nicht kleinreden. Was hat er gesagt zu den Paralympics? Was hat er gesagt? Ist ja ganz, also, weil, es ist ja, wissen Sie was, also er hat eigentlich, wie schlimm war's? Er hat eigentlich nicht wirklich selber was gesagt, er hat eigentlich das Comedy-Bit von einem berühmten amerikanischen Comedian geklaut. Ja, das ist egal, komm. Das ist egal, das wissen wir. Das ist egal, wir sind in Deutschland. Ja. Und es könnte sein, dass er gesagt hat, dass das, ja, sehr lustig ist, wie das überhaupt zustande gekommen ist, weil dann hätte man ja anrufen müssen in einem anderen Land und sagen müssen, hey, habt ihr nicht auch... so Leute, und die könnte man ja mal gegeneinander fahren lassen, das wäre ja sehr lustig. Und dann auch sehr lustig, Leute ohne Arm und Beine in so einen Swimmingpool zu werfen, weil dann könnten die ja untergehen. Und ja, es war sehr unterhaltsam. Anscheinend für die beiden anderen im Podcast. Die fanden es sehr lustig. Aber die sind auch ganz, ganz tolle Typen. Einer von beiden glaubt nicht, dass Männer Gynäkologen sein dürfen. Also ich sehe jetzt an Ihrem Gesichtsausdruck, dass Sie nicht sehr begeistert sind. Das kann ich total verstehen. Ich bin auch nicht begeistert. Ich denke halt nur... Nicht vergessen, 2 in Mathe. Wow. Ey, ich mach mal ganz kurz eine Erinnerung geschaffen. Hey, Mom. Ich sag ihm eine Sache. Wir kennen uns noch nicht so gut.
Also wir arbeiten zwar seit 70 Jahren zusammen. Aber, das stimmt. Aber es war lange, ich habe schon unter Ihrem Vater gearbeitet. Es waren lange 17 Jahre. Viele Leute glauben ja immer, es geht hier nur so um Werbeblöcke, die platziert werden zwischen so mittelmäßigen Formaten. Ich weiß ja, was in der Kantine geredet wird. Ja, das ist natürlich eine Unverschämtheit. Ich bin ja nicht bescheuert. Wissen Sie, worum es mir geht? Um Moral. Ja, genau. Mir geht es darum, anständig zu sein. Das sagen, für mich ist das hier ein anständiger Sender. Das sagen alle über Sie. Das möchte ich nur mal sagen an der Stelle. Und das ist einfach unanständig. Ich muss einfach sagen, das gehört sich nicht. Das stimmt. Also das ist natürlich unanständig, da haben Sie recht. Also ich bin da auch einfach, also ne, ich telefoniere immer mit Samson, wenn es sein muss. Ja. Aber will ich das gerade dafür überhaupt? Das, oder will ich nicht sagen, Herr Samson, Sie haben recht. Wir sind gerade nicht der Ort für Ihre Werbung. Der sollte eine Sendung bekommen. Was machen Sie an diesem Schreibtisch? Also, das mag ja stimmen, aber ich weiß nicht, können die Leute bei Samsung sehr gut Deutsch? Fantastisch. Verdammt. Akzentfrei. Wow, das ist wirklich, könnte sein. Kommen Sie mit. Ich nehme dich an die rechte Hand. Das ist gar nicht der Chef. Ist der Chef von der Sekretär vom Chef? Jetzt kommt der Chef eigentlich. Das wäre geil. Okay, wir müssen zu Stefan raten. Nein, wirklich. Nein, ich möchte, dass wir uns jetzt alle gemeinsam an das Fenster, an mein riesiges Glasfenster stellen und gemeinsam auf meinen Frankfurt gucken. Ja. Haben wir jetzt gerade so einen König der Löwen-Moment? Ja, wir gucken jetzt erstmal über meinen Frankfurt. Wie geil. Männer. Wenn Sie an meiner Stelle wären, wenn ihr an meiner Stelle wärt, was würdet ihr machen? Da, ganz kurz, können wir kurz besprechen? Kurzer Zeitbar, wir halten immer noch Hände, kein Problem, aber wir gehen einfach hinter deinem Rücken. Mit den gehaltenen Händen, fantastisch, liebe ich. Wir haben jetzt die Möglichkeit, diesen kleinen Wurm zu feuern. Wir können jetzt den Chef überzeugen, ihn niemals wieder irgendwas machen zu lassen. Ja, aber der ist ja der goldene Prinz. Die Leute werden Nein, aber er will ja auch nicht. Ja klar, jetzt gerade will er das nicht, aber das Königreich braucht ja eine Thronfolge. Wer ist der Thronfolge? Wir müssen ihm jemanden vorschlagen. Ja, wir müssen ihm jemanden vorschlagen. Wen können wir vorschlagen? Wer sich nicht billig genug bei Sat.1 eine Show zu machen und hat diese Art von Pull. Aber der auch das Herz am rechten Fleck hat. Ja, genau. Wer ist... Ja, muss nicht ganz am rechten Fleck sein, nur in der Nähe. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, so einen Häcksel zu machen. Das passiert. Dieses Fenster öffnet sich niemals. Nee, ehrlich jetzt. Wir müssen jetzt jemanden vorschlagen. Wir können das Königreich für immer verändern. Wir können es. Aber wen? Warum haben wir keinen? Wer ist denn gerade so upcoming und jung und frisch? Und, wir brauchen einen Blonden. Einen Blonden, okay. Wir brauchen einen Blonden. Weil es muss immer. Es muss ein ganz Blonde. Deutscher Junge sein. Nee, aber der macht ja. Der ist auch schon groß. Berühmt. Der braucht das alles nicht. Nee, wir brauchen jemanden neuen. Weiß ich nicht. Liebe Grüße. War das unser Gewissen? Unterbewusstsein? Felix braucht all die Leute. Nee, der braucht er nicht. Der ist schon. Der würde das auch nicht machen. Wir brauchen. Vielleicht können wir was. Na, eine Frau. Vielleicht eine Frau. Ah, ja, aber das sagen wir ja immer und dann funktioniert es nicht. Der Deutsche mag das ja nicht. Der deutsche Publikum, das hasst ja Frauen. Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass sie immer noch hinter meinem Rücken steht. Und deine Hand halten. Und meine Hand halten, während sie das besprechen. Okay, aber wir müssen ihn... Können wir Faisal nochmal zurückholen? Nein. Nee. Vielleicht... Wer ist denn so ein... Das kann doch nicht sein, dass uns keiner einfällt. Dann brauchen wir einen neuen. Wir brauchen ein neues, frisches Gesicht. Ja. Vielleicht einen kleinen, der laut ist. Ja, Leute, da gibt's einen. Der hat so ein Reel mit 10 Millionen Views neulich gemacht. Holy shit. Das war super funny. Da hat so ein Ball, so, da war so ein Kind in so einer Fernsehsendung. Ja. Was ist mit Chris? Welchen Chris? Kristall. Der ist schon, den haben wir doch schon etabliert. Ja, der ist schon der dicke Hofner. Auch jemand Schnelles. Zum Prinzen jemand, der. Was ist, wenn er ganz viel Sport macht und toll aussieht? Leute lieben einen Makeover. Ich weiß es nicht. Axel Stein ist gut. Mhm. Axel ist... Er hat auch einen richtigen Glow-Up gerade. Glow-Up? Warte mal, gibt es Axel Stein wirklich oder ist es gerade ein... Ja. Du bist jung, du kannst dich nicht erinnern. Ja, aber Axel Stein ist gut. Sogar den Charakter. Axel Stein war immer schon da. Ja. Okay. Ja. Oh mein Gott, er war schon immer da. Okay, wir einigen uns auf Axel Stein. Axel Stein. Ich weiß so was. Starker deutscher Name. Ich weiß nicht, wer das ist. Okay, wir drehen uns wieder um.
Wir laufen wieder zurück. Ja, sehr gut. Chef. Ja. Wie wär's? Nur mal so als Vorschlag. Ja. Wenn wir mal ein kleines bisschen was anderes probieren. Anders in welche Richtung? Ich sag mal, eine Neubesetzung. Ja, ich bin ganz ohr. Also ich meine, Luke, der kann ja vielleicht mal eine Pause machen. Weil das wäre ja moralisch, wie Sie sagen, ja, nur das Beste oder das Richtigste. Einfach wenn man mal, wissen Sie, wenn nee, der muss jetzt mal... Der muss mal auf die Ersatzbank für eine Runde. Der muss jetzt auch ganz viel lesen. Ja. Der muss ganz viel lesen. Der kommt jetzt mal wie beim Eishockey in die Penalty-Box. Ja. Nur eine Weile. Ein paar Jahre, denke ich. Ich bin nächstes... Männer, das ist ja auch menschlich. Ja, ja. Die Enttäuschung ist ja menschlich. Ja, die Enttäuschung ist menschlich, ich weiß. Das ist ja das Problem. Und was... Wenn wir, dann brauchen wir ja jemanden. Ja. Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel einen Axel Stein oder sowas reaktivieren? Mhm. Axel? Der sieht jetzt auch gut Stein. Aus. Der hat viel Sport gemacht. Sagt mir gar nichts. Ich glaube, der war bei Dumme Jungs 15 und so dabei. Dumme Jungs 15? Und hat der nicht... Oh, der! Den fand ich damals sympathisch, würde ich sagen. Der ist ja sympathisch. Der ist ganz gut, der ist gereift. Mhm. Ja, Schwiegermutter-Liebling spielt jetzt einen tollen Rollen. Ja, mit Schwiegermutter, wir brauchen ja einen Schwiegersmutter. Und das bisschen Klavier spielen, das bringen wir ihm auch noch das bei. Das bringen wir ihm auch noch bei. Ja. Oder ich würde jetzt sogar so gewählt gehen und sagen, Männer, vielleicht ist die Zeit des kultigen Klaviers auch gekommen. Vielleicht war es das mit dem Klavier. Vielleicht müssen wir ganz radikal denken und das Klavier wegschaffen. Wir müssen das Klavier abschaffen. Wir müssen das Klavier abschaffen. Aber die Deutschen lieben das Klavier. Die Deutschen lieben das Klavier. Die lieben es über alles. Was wollen wir stattdessen? Eine Gitarre? Aber wissen Sie, was ich liebe? Was? Behinderten mit Respekt zu begegnen. Ja. Können wir vielleicht einen Behinderten-Entertainer finden? Das ist eine ganz, ganz, ganz fantastische Frage. Aber denken Sie drüber nach. Okay, ist doch keine Antwort. Verstehe. Meine Herren, ich denke... dass Axel Stein momentan das Beste ist, was Deutschland zu bieten hat. Ja. Das ist ein bisschen Angst, dass wir durch eine Falltür gleich durchfallen. Wir werden von so einem Balkon gestoßen. Meine bissigen Hunde begleiten Sie nach draußen. Ey, das war mein Applaus. Ja, an Applaus an alle. Sehr gut. Szene. Hat uns ab und zu also absolut unsere Karriere gekostet. Naja, mir kann ja nicht viel passieren. Aber ja, um euch tut es mir leid. Nee, keine Sorge. Das hat mega Spaß gemacht. Das war einfach richtig fun. Ja, das war wirklich. Ey, ich glaube, wir sind nah dran, ein Theaterstück daraus zu machen. Das ist eine Szene daraus. Mhm. Die jetzt schon ein bisschen zusammenprobieren, müssen wir natürlich dann schreiben nochmal und ein bisschen gerade ziehen. Ja. Und ich finde aber, dann gehört auch das Gerichtsverfahren dazu. Ja, so aus Gericht. Die deutsche Gesellschaft, ne, das machen wir dann auch wie ein Theater. Das ist so, es gibt so einen Chor im Hintergrund, also ne, so einen griechischen Chor, also Leute, die dann immer so das letzte Wort mitsprechen und so weiter. Und die alle Masken tragen. Oh, weil das sind die alten, das sind die ganzen toten Entertainer, die darauf gucken. Harald Junke judged Luke. Wie bei Futurama, man sieht den Kopf, der da fällt. Genau, so ähnlich. Aber das ist eine geile Szene. Im Theater ist das so. Das ist eine geile Szene. Die tragen, die könnten dann wirklich auch so Masken, so graue Masken tragen von so, also Dieter davon lebt ja noch, aber egal. Ja, nee, also trotzdem. Aber so, solche Leute, ne? So Berühmtheiten halt von früher. Loriot, weiß ich nicht. Heinz Erhardt, ganz wichtig. Ja. Genau. Heinz Erhardt hätte das auch gar nicht gut gefunden. Sag ich euch jetzt schon. Das stimmt. Der hat das richtig scheiße gefunden. Ich glaube, Loriot hätte auch eine Respektschelle ausgeteilt. Ja, denke ich nämlich auch. Ja. Das ist interessant, ne? Ja. Dieses Maß an Grundanständigkeit. Ja, ja, das muss man wirklich sagen. Da wären die alle niemals drüber gegangen. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Das ist interessant. Aber ne? Ja, das ist wahrscheinlich wirklich leider wahr. Das Internet vergisst so schnell, weil so viel Informationen kommen. I don't know, brother. Also, nee, wir haben einfach auch aufgeweicht, was ein Entertainer alles darf und was er nicht darf. Und wir sind ja mittlerweile in der Politik auch so weit. Ne? Also Trump ist ja das beste Beispiel. Er ist jetzt ein Entertainer, der Politik macht. Und da sind sozusagen alle Regeln sind weg. Also du kannst jetzt alles sagen. Aber wir können doch keine Regeln haben. Das ist doch dann irgendwann ja... Na, für die Gesellschaft schon. Wie im Moment? Wie ist die Aussage gemeint? Nee, ich meine keine Regeln für Verhalten in der Öffentlichkeit. Das muss doch irgendwie einen gewissen... Ach, du meinst, wir können keine Regeln haben. Ja, genau. Ja, genau. Also es muss doch... Man muss sich doch auf irgendwas einigen. Und dann muss aber Jonas hat ja recht, wenn das immer weiter verschoben wird und immer abstruser wird, das heißt, dann verschiebt sich ja die Mitte. Ja. Das heißt, Luke Mockridge hat die Mitte verschoben durch das. Wenn er damit wegkommt, hat er quasi die Mitte verschoben. Das heißt, offensichtlich kann man das machen und man hat offensichtlich keine Konsequenzen getragen. Mhm. Also könnte passieren, aber es ist ja Die Logik sein. Es ist ja schon was passiert, nämlich dass seine Sendung abgesetzt wurde. Das heißt, es gab eine oder pausiert. Ich glaube, man wollte auch nicht das Wort absetzen in den Mund nehmen. Ja, aber ist es wirklich ein Schaden? Ja, das ist Geld, keine Frage. Aber ist es ein Schaden? Es ist viel Geld, also natürlich, aber er wird ja der
Ich habe das Gefühl, das ist immer so ein bisschen wie so Sanktionen gegen Russland. Also, ja, groß Tamtam gemacht. Ja. Also, man weiß, in der Vergangenheit Sanktionen nie geholfen. Ja. Und jetzt wird es aber so getan. Ich finde es gut, dass du das fragst, weil ich habe heute früh beim Duschen darüber nachgedacht. Weil ich würde sagen... Wie lange duschst du so im Schnitt? Ah, ganz kurz. Ich mache 30 Sekunden warm, einmal abschäumen. Also es war jetzt kein langer... Also du hast nicht eine halbe Stunde unter der Dusche gestanden. Nein, das bin ich nicht. Und bist so in dich gegangen und... 30, 40 Sekunden warm, dann 3 Minuten kalt, damit ich wach werde. Also es war ein schneller Shower-Thought, Genau. Und ich glaube, dass Luke mit dieser Sache einen unglaublichen Fehler begangen hat. Er hat nämlich den Matt Rife gemacht. Matt Rife hat nämlich auch einen riesigen Fehler bei seinem letzten Solo gemacht. Ja. Matt Rife, wenn ihr den nicht kennt, wahnsinnig guter Szene-Comedian aus den USA, der auf einmal so Heat... Der lange, lange im Game war. Der ist quasi mit 16 der ist sehr früh angefangen. Also genau. Und hatte dann irgendwann einen riesigen Pop. Hat eine fast 99% weibliche Audience. Ja, ja. Ganz, ganz wichtig jetzt für den weiteren Gedanken. Sein großes Problem war, er wollte immer von den Edge Boys gemocht werden. Ja. Er wollte, Edge Boys? Naja, so ein Mark Norman so Jungs, zum Beispiel. Die stehen so an der Laterne abends und der Schein fällt so auf sie und die haben so Pomete Haare und dann schnipsen sie so eine Münze. Das sind die Edge Boys. Genau, die coolen Comedians, die auch mal sowas sagen, was so nicht allen gefällt. Wer auch immer das jetzt sein mag in deiner Logik. Okay, und er wollte immer von denen gemocht werden. Das, der war auch bei denen im Podcast zu Gast und der hat den wirklich semi einen runtergeholt, weil er wollte Teil der Gang sein. Ja. Aber seine Gang war junge, gut aussehende Frauen. Ja. Dann hat er bei seinem letzten Solo angefangen, die ersten 10, 15 Minuten nur so ganz düstere, häusliche Gewalt und Abtreibungsjokes zu machen. Ja. Und für eine Audience, die das nicht möchte. Ja. Und Luke hat den Matt Rife gemacht. Lukes Audience ist sehr weiblich und das ist ein Take, der vor allen Dingen, also ich hoffe, er stößt jedes Geschlecht ab, aber ich würde behaupten, dass Frauen das grundsätzlich noch widerlicher finden, was er da gesagt hat. Es gibt bestimmt ein paar Männer, die sagen, über die Behinderten kann man das ja. Aber ich glaube, das tat weh. Mhm. Das, weil ich glaube, dass da... Man darf nicht vergessen. Da wird auch so eine Sat1-Sabrina mal sagen, nee, das möchte ich jetzt. Genau, das ist mein Take, weil oft sind die Frauen überraschend in diesen Führungspositionen in der Industriewelt dann Frauen. Inzwischen, also es wird mehr, aber ich weiß, was du meinst. Wir kennen, glaube ich, einige dieser Führungspositionen. Genau. Und spannender Take, so habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also, aber es ist ja auch das Publikum. Ja. Also das ist ja das Hauptding. Genau. Ja, also ihr kennt ja meine Haltung. Also ich denke, man ist ja im Business ist die Moral ja ein bisschen dehnbarer. Da weiß ich jetzt nicht, wie man... Ich würde sagen, voll elastisch, aber genau. Und da würde ich, ehrlich gesagt, vielen ZuschauerInnen fast schon einen sichereren moralischen Kompass. Ja. Zumeist ist das zweite Ding. Kurze Frage. Das erste Ding kannst du weglächeln. Das zweite würde ich... Darf ich noch eine Frage stellen? Glaubt ihr, als er diesen Podcast aufgenommen hat, ich muss dazu zugeben, ich habe die Headline gelesen, aber den Clip nicht gehört. Puh, hast nichts verpasst. Aber glaubt ihr, er wusste in dem Moment, oh, das gibt Trouble? Oder war er so blind? Leben nicht. Ja. Im fucking Leben. Manchmal sagt man etwas und man weiß eigentlich so... Ah, vielleicht habe ich mich im Ton vergriffen, vielleicht war das gar nicht so. Wir machen ja auch einen Podcast, wir wissen ja auch manchmal, oh, der Take. Naja, das ist ja auch die andere Sache, ne? Also manchmal rutscht ein Podcast ja, uns sind auch schon Sachen rausgerutscht, die wir vielleicht im Nachhinein absolut so nicht gemeint haben. Ey, tut mir leid, das mit Thailand und dem Bruttoinlandsprodukt, das ist Jahre her. Ja. Aber ich habe gesagt, nein, ich wiederhole es nicht. Ja. Aber I'm sorry. Also wir haben alle schon mal Unsinn geredet. So, das Ding ist aber, das war spontaner Unsinn. Die Sache ist aber, wenn du dir den Clip anguckst, siehst du, ich meine, sehen zu können, dass Luke kriegt sozusagen diesen Ball zugespielt. Ja, ja. Und du siehst in seinen Augen so ein Ding von, ah, jetzt kommt dieses Bit. Weil es ist ja von Shane Gillis. Das Bit ist von Shane Gillis. Das heißt, hat er vorher sich zurechtgelegt. Das stimmt. Hat er vielleicht für sein Bühnenprogramm sich zurechtgelegt. Wahnsinn, und als Medienprofi, der er ja dann trotzdem ist, dachte er, ich baue jetzt mal hier so ein bisschen was von meinem neuen Stand-Up-Programm ein. Auch wenn es nicht wirklich meins ist, egal. Ja, sagen wir mal, für ihn neu. Ja, ja, genau. Das ist sein, was er erarbeitet hat. Er hat es erarbeitet. Ich glaube übrigens, kannst du gleich weitermachen? Ich glaube nicht, dass er das geklaut hat. Ich glaube, sein Autorname ist geklaut. Ich glaube, es ist noch mehr über Bande. Ja, aber trotzdem, same shit am Ende des Tages. So, und dann hat er das sozusagen, dieses neue, selbst wenn es von seinen Autoren ist, egal, hat er so gedacht, jetzt ist der Moment. Ja. Und dann hat er angefangen, das sozusagen zu ihr kennt ja alle, ne, Leute, die so ein Bit versuchen unterzubringen in so einem Dings, ne? Man merkt es auch ein bisschen, dass es ein bisschen zu konstruiert für so einen spontanen Look ist. Ja. Und die anderen beiden lachen und finden es toll und so. Und boah, haben die das geliebt. Ja, ja. Ich glaube, der Nizar muss sich danach umziehen. Ja, ja. Der war ja wirklich nass. Also ich habe den noch nie so glücklich gesehen. Das war ja unfassbar. Also, weil unter all dem ganzen Schande, die Luke erreicht, würde ich sagen, auch noch ein bisschen mehr Schande auf die anderen beiden. Ja. Die kriegen gerade sehr wenig Schande ab.
Was ich interessant finde, weil die hatten ja auch absolute Schande- und Schmutz-Takes. Ja. Ist ja, also nur als Gesellschaft, ganz kurz, finde ich auch, Luki kriegt gerade absolut zu Recht sein Fett weg. Ja. Aber was mit den anderen beiden? Die sind halt... Was mit den anderen beiden? Die sind halt unwichtig, also viel kleiner, also denke ich mir. Du spielst also, Rudolf Weber Arena, ne? Oh, zum 4000. Also mit dem Podcast. Der Podcast ist richtig... Der ist riesig! Sorry, das ist ein dummes Argument, aber du hast einen guten Punkt. Warum werden die nicht... Weil die nicht so Mainstream-Bewusstsein genau. haben. Also du musst schon sehr... Du musst in deren Bubble sein, genau. um die zu kennen. Genau. Die haben sozusagen diesen Vorteil noch. Und Luke ist aber so allgemeingültig bekannt. Auch bei Leuten, die ihn weder mögen noch verfolgen, aber die wissen, wer er ist. Und dadurch ist es natürlich viel interessanter, auch als auf den zu gehen, weil der halt einfach seit Jahren im Fernsehen ist. Er hatte schon den Skandal, schon... Ist auch interessant, ne? Der Skandal, wenn es um Sex ging und um Frauenbelästigen, hat ihm deutlich weniger gekostet. 100%ig. Da gab es auch viel weniger schnell eine Reaktion von Seiten des Senders oder sonst irgendwas drauf. Da hat man lange versucht, sich bedeckt zu halten. Nicht komplett bei dem. Und dann aber bei dem Thema, da war anscheinend wirklich der Ofen aus. Also da war dann wirklich so, entweder weil es das zweite Ding war jetzt, nächste große Ding, oder weil das tatsächlich ein Thema ist, was erstaunlicherweise ihn angreifbarer macht als das erste Thema. Ja, ist eigentlich komisch, weil beides ist für mich moralisch, ich habe da gar keine Rangliste. Also beides ich weiß, was du meinst. Sollte man für alle, also weiß ich nicht. Ja, man könnte argumentieren, das eine hat er ja teilweise gemacht, das rein, war aktiv. Rein soziologisch ist das voll spannend, was du sagst. Also, dass es da unbewusst ein Ranking gibt, was mehr geschämt wird, was natürlich. Das andere. Ja. Wow. Krass, glaubt ihr, die Leute sind als Gesellschaft misogyner als behindert? Das müssen wir jetzt darum. Naja, also das ist eine crazy Das wäre ja die These dann. Genau. Aber das macht ja auch auf eine verquere Art und Weise Sinn, weil wenn du dich über die Paralympics lustig machst, machst du dich über eine Gruppe lustig, die eindeutig angreifbar ist. Die einen schwierigen Stand in der Gesellschaft hat. Da kann keiner argumentieren. Du kannst nicht wirklich sagen, denen geht es eigentlich viel besser als uns allen. Ja. Aber wenn es um Frauen geht, gibt es ja auch viele Typen, die sagen, ja, nur Frauen haben es doch so viel einfacher als Männer. Ja. Ja? So. Hier, Ladies Night, zahlen die nicht mal Eintritt. Genau. Okay, ich zahle hier die ganzen Getränke für die. So. Und deswegen gibt es da, glaube ich, eine Ambivalenz drin, dass Leute sich das so schönreden können. Mhm. Die können das sich, und dann sagen, ja, die hat ja auch mitgemacht und so. Ne? Ja. Aber da gibt es dieses Element ja nicht. Die haben wirklich gar nichts gemacht. Ja, die haben ihm nichts getan. Es gibt keinen Zusammenhang, wo man sich zusammenreimen könnte. Ja, Luke ist früher immer von Leuten im Rollstuhl verkloppt worden. So, das gibt's einfach nicht. Nee, absolut nicht. Wow. Glaubt ihr, dieser Skandal wäre in den 60ern oder 70ern anders gelaufen? Nein, der wäre nicht mal in den frühen 2000ern passiert. Ja? Ich glaube, wir müssen nicht so weit zurückgehen. Ah, okay. Glaube ich nicht. Ja, so offen wie die, ich weiß nicht, wer von den beiden diesen komischen Kontanganen-Arm nachmachen. Nisa, natürlich. Natürlich, Nisa, ganz liebe Grüße. Cheyenne lacht hauptsächlich über die Sachen. Wahnsinnig geschmackvoll auch. Ivi, ich glaube, der wäre easy in den frühen bis Mitte 2000ern wäre der geflogen, glaube ich. Ja, denke ich mal schon. Das ist spannend. Also ich glaube, die Gesellschaft ist, was das angeht, sehr viel sensibler mit der Thematik. Was würdest du sagen, 5 Jahre? 10 Jahre? Ich würde sagen, es ist relativ frisch, dass wir als Gesellschaft sagen, Alter, das ist daneben. Ja. Das wurde auch lange weggelächelt, hätte ich jetzt gesagt. Nee, aber das, also wenn die das in 2000 gemacht hätten, dann hätten sie es ja in einer Talkshow im Fernsehen machen müssen. Genau, und das wäre nicht durchgegangen. Das wäre nicht durchgegangen. Das ist ein guter Punkt. Das kann ich dir sagen. Ja, also da hätten, weil da doch Redakteure sitzen und so weiter, aber weil wir jetzt diese Podcast-Formate haben, wo alle einfach machen können, was sie machen wollen. Oh Mann. Wisst ihr, wen ich gerne, also tatsächlich, also komisch das zu sagen, rest in peace Christoph Daum. Was? Ist Christoph Daum tot? Ja, Christoph Daum ist leider tot. Ah, und es gibt ein geiles Interview, wo er Uli Hoeneß zu Sau macht, so in den 70ern, weil Uli Hoeneß ja gar keinen moralischen Kompass hat, sondern einfach so ein korrupter Bayern-Chef und Christoph Daum einfach ein brillanter Fußballtrainer. Ja. Und er war so, ja, von dir muss ich mir, und ich hätte gerne Christoph Daum wie Luke Mockridge, weil Christoph Daum hat sowas weirdes Väterliches. Ja. Und du schämst dich richtig, wenn er dir was so ins Gesicht sagt. 100%! Ich kann dir das reden. Verwechsel ich den jetzt gerade mit dem Typen, der immer Koks genommen hat? Das ist der meinte so, ich mach das nur, weil ich ein lupenreines Gewissen habe. Und dann war so, ja, war schon eine dumme Idee. Aber auch das irgendwie lustig. Wie dann so, hätte ich wohl nicht machen sollen. Ja. Und ich hätte gerne eine Talkshow, wo einfach so eine väterliche Figur... Wer ist denn? Das ist eine gute Sache. Das ist eine sehr schöne Idee, Ivan. Wer ist denn... Also wir hatten ja früher Leute, die... In den USA ist gerade Tim Walz. Ja, genau, aber ich meine so medienmäßig. Tim Walz ist ja ein Vice-President-Kandidat. Ja, aber man bräuchte ja trotzdem so eine schöne Vaterfigur, die dich hinsetzt und sagt, pass mal auf, Freundchen, so nicht. Genau, aber das gab es ja in den Medien gefühlt, gab es oft solche Leute, die diese Rolle bekleidet haben. Na, wer? Gib mal ein Beispiel. Könnt ihr euch ganz kurz erinnern? Ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad hin war Harald Schmidt jemand, der irgendwo Kante gezeigt hat. Jetzt Pocher, auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist er halt so abgerutscht. Ne? Komplett.
in so ein ganz weirdes Alter, ich schieße gegen alles Ding, weil ich irrelevant werde, verhalten. Naja, gegen alles nicht, gegen alles, was links ist, muss man leider auch sagen. Wenn er wenigstens gegen alles schießen würde, wäre es ja unterhaltsam. Ja, okay. Ja. Da gibt es ja dann eher so Bilder mit so irgendwelchen AfD-Leuten. Also, ist ganz stimmt, traurig. Das hatte ich schon wieder vergessen. Ganz, ganz traurig. Also, ja. Aber eine Zeit lang war das auf jeden Fall ein Ding. Und ja, dann, I agree. Ich überlege gerade, also gab es immer so eine Person, die. Wer sind denn väterliche Medienpersonen? Schreinemakers? Wer ist Ayman Abdallah. Ayman Abdallah, der ja, hat auch aber was. Aber der hat niemanden. Nee. Ja, aber ich sag dir, wenn Ayman Abdallah dich hinsetzt. Hier, Atze Schröder. Und danach. Ja, Atze Schröder. Oh, Atze Schröder, ja, fantastisch. Weil der ist genau das Gegenteil von Luke Mockridge. Ja. Quasi erst vielleicht sogar der Luke Mockridge der 80er, 90er. Wer quasi dieser junge, charismatische Typ war. Du meinst, er war mal so ein ähnlicher Entertainer? Er war das Zugpferd von RTL Sat 1. Stimmt genau. Schon. Auch mit seiner Fernsehshow Alles Atze. Ja. Die lief ja auch 900 Jahre. Und der ist ja menschlich ein Engel. Ja. Leg mich am Arsch, hat der einen guten Podcast. Ja. Der mit die solidesten Takes, ich die ich von der, Medienleuten der, höre. Dass ich einmal mit ihm was zu tun hatte, kann sagen, das stimmt. Also ich hatte auch nur gute, also manchmal ist es ja... Ja, ja. Wahnsinnig smart, wahnsinnig bedacht. Der müsste ihn... So, ja. ey, schämst du dich eigentlich nicht? Na, der hat doch auch mal... So, der lebt seine... Er nimmt für ihn seine Wiese ab. Ja. Also das, wenn Atze Schröder in Schlägerei gerät, das Erste ist, weil er nimmt das und macht so die Brille ab, macht so die Ohrringe raus. Und das Krasse ist, er hat noch besseres Haar drunter. Also, warum hast du diese Perücke? Und du kannst... Er hat so gefährlicheres Haar, weil es so glatt ist. Gefährlicher. Er sieht schnittiger aus. Ja. Und Kurt Krömer könnte auch. Oh, stimmt. Krömer könnte jetzt aus der Ecke kommen und sagen, was ist mit dir los, du Arschloch? Ja, aber Krömer ist... Das würde sogar super authentisch sein. Ja, aber Kurt Krömer ist manchmal, was das angeht... Ich habe ja sein Faisal-Kawusi-Interview gesehen, wo... Das empfinde ich, ganz liebe Grüße, ich finde ihn ja fantastisch, aber ich finde es auch ein bisschen nutzlos, die anderen immer nur dann einfach dumm zu nennen. Ja. Das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ich finde die ja auch dumm, aber das bringt uns nicht weiter. Also, du bräuchtest halt jemanden, der dich hinsetzt, wirklich Atze Schröder, der dir dann auch wirklich erklärt, auf welcher Ebene das daneben ist. Der ist in diesem Kosmos drin, genau. Der ist ja quasi Teil des Ganzen. So, eigentlich müsste er zum Chef gehen und sagen, so, pass und ich glaube ehrlich gesagt, dass so die Leute, wenn die von Kurt Krömer angeschissen werden, sind so, ja, ist Kurt Krömer, der ist eh so. Ja. Der lackiert sich auch die Fingernägel, wenn der das sagt. Aber wenn Atze Schröder sich hinsetzt, der Typ, der einfach so 12 Jahre lang solide Porsche-Jokes hatte. Ja. So, und der immer noch einen krassen Beat selbst. Junge, der Bruder Slack, der Typ ist muss man schon sagen. Der wird wirklich. Der, weißt du, das wirkt anders, wenn Atze Schröder das macht. Der hat doch Nils Ruf ein paar gescheuert, ne? Ja, das habe ich auch gehört. Ja, weil Nils Ruf wohl angeblich sehr unangenehm zu Frauen war. Ja, in der Bar. Und dann hat Atze Schröder hat seine Perücke abgenommen. Hat das wohl immer geklärt. Hat seine Ohrringe rausgenommen. Allegedly. Ja. Weil das könnte eine Folge sein, die auch mal der eine und die vielleicht auch mal einen Anwalt hört. Deswegen ab und zu mal mutmaßlich. Ja, aber, genau. Comedy, mutmaßlich Comedy. Meinungsfreiheit. Mutmaßlich Comedy, unser neuer Podcast. Jetzt einfach nur irgendwelche Wörter. Schnell in der Folge einen Rechtsschutz abschließen. Ey, aber Mann. Das war ja, also ich habe ja, wir waren ja nicht dabei, das waren ja Artikel, die in der Zeitung standen oder im Internet in Artikeln waren. Insofern, wer weiß, ob das alles so stattgefunden genau. hat. Das aber war, wenn ja, das ist das, was fucking wir Respekt, was Atze wir gelesen Schröder. Haben. Genau. Muss man wirklich sagen. Ja. Hm. Ey, Atze Schröder, jetzt mal ohne Scheiß, wahrscheinlich der beste Glow-Up einer Mainstream-Medienperson, oder? Wo man so wirklich sagen kann, naja, hat man jetzt nicht alles geliebt, was da früher gemacht Babsi wurde? Babsi würde ich auch sagen. Ja, aber die war ja schon immer so ein bisschen, wie sie jetzt ist. Ah, okay. Meinst du Shirin David? Nee. Okay. Ich meine, Babsi Schöneberger. Babsi Schöneberger. Aber die ist ja auch immer so, die ist in Interviews auch immer so, ja, die jungen Leute sind faul. Ja. Das nervt mich dann auch wieder. Ich habe neulich, sind denn so dumme ich hab neulich einen Ausschnitt gesehen, wo sie halt meinte, so, ja, also sie hat immer gerne ihre Oberweite gezeigt, sie fand es auch immer toll und ich verstehe auch nicht, warum Leute immer alle Busen, jetzt so. Ihr Busen, meinst du? Ja. 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 Ich wollte es einfach sagen. Diese saftigen Möpse, Ivan. So, weißt du, noch andere Wörter benutzt? Jedenfalls hat sie einen großen Punkt darüber gemacht, dass junge Frauen heutzutage viel zu viel irgendwie rummosern von, ja, und dann habe ich einen tiefen Ausschnitt, dann hat mir jemand da reingeguckt, ist doch egal, sollen sie machen, ist doch geil und so weiter. Also sie war mal auf dieser, ich glaube, sie meinte es positiv. Ja, ich weiß. Aber es war so ein bisschen so ein Fun-Aunt-Take auf alles. So, ja. Aber Atze Schröder hat den noch größeren Glow-Up. Der würde sowas ja nie sagen. Er hat voll den Humble-Take zu Kunst. Der war so, ja, ich bin einfach nur unglaublich, so, ich habe einfach Glück gehabt. Ja. Also Und alle anderen sind immer so, ich bin ein fucking Genie, wie ich mir von meinen Autoren so einen mittelmäßigen Joke schreiben lasse. Das ist Wahnsinn, ey. Und ansonsten möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, es gibt eine Person, die fand ich als Kind schon gut und die finde ich jetzt noch gut und ich finde es lustig, dass ich diese Person, egal an welchem Punkt ich in meinem Leben bin, finde ich die gut und sehe die als Vorbild und es ist für mich Wiegald Boning. Oh ja. Wiegald Boning
ist, ich sehe diese Karriere. Ja. Ich sehe, wie er da jeden Tag schwimmen geht. Du siehst die bunten Anzüge. Ich sehe die bunten Anzüge. Ich sehe den Cowboy-Hut. Ja. Ich sehe eine Lesung, wo er am Ende Klarinette spielt. Ja. Dann sehe ich, wie er mit seiner wunderschönen Frau in einem Whirlpool sitzt oder mit seinem Sohn wandern geht. Ja. Und denke mir, scheiße, hat Wiegald Boning das Ding raus. Ja, der hat es ja so raus. Ja, Mann. Und ich mag jetzt ja komplett ich raus. Feier das Internet, dass das dann quasi auch gefeiert wird. Ja. Zu Recht. Ein bisschen auch wie Kai Pflaume. Das geht auch so ein bisschen hier in die Richtung. Genau. Ihr Lieben, ironischerweise muss ich jetzt nach Köln. Viel Spaß. Uber wir bringen die Folge direkt heute raus. Mein Uber ist alles gut, Ivi. Ivi hat sehr viel Spaß Karriere gemacht. Die letzten 15 Minuten verbringt ihr mit Falk und Jonas gerne zusammen. Mhm. Besucht mich gerne auf Tour, fühle ich. Würde mich sehr freuen. Mhm. Ansonsten hab euch ganz so lieb und bis ganz bald. Ja. Bis dann, Ivi. Ivi, bevor du gehst, kannst du einmal den Ventilator umdrehen und einmal auf andrücken. Ich laufe aus allen Ebenen, weil heute ist ja der Herbst in unser Leben gekommen. Das stimmt. Wie geht's euch mit dem Herbst? Habt ihr euch gefreut, als es heute früh geregnet Warum hat? Warum euchst du mich jetzt? Er ist doch schon... Ja, aber guck mal, er kann ja noch drüber nachdenken, während er im Uber sitzt. Okay, also. Aber nichts dazu sagen. Nein, eher so menschlich. Danke, Ivi. Und kannst du dem Ciao Flötenspieler mal sagen, dass er aufhören soll, würde? Weil, ey, Alter, der flötet sich so ein ab. Also ihr hört es wahrscheinlich in der Aufnahme nicht, nee, wahrscheinlich aber nicht. Irgendein Nachbar ist besessen von einer Piccolo-Flöte. Wir haben ein permanentes Flötenkonzert im Hintergrund. Und es ist wirklich so ein... Ja. Aber es ist irgendwie auch legit... Also der kann voll gut flöten, aber ich mag eine Solo-Flöte nicht. Nee. Ich will das nicht hören. Also vielleicht eine Querflöte, aber nicht das. Nee. Aber Jonas, jetzt mal ehrlich. Willkommen im Herbst. Ja. Wie geht's uns damit? Haben wir uns gefreut? Weil ich habe mich heute ein bisschen gefreut. Ich bin auf dem Balkon früh, dann hat's geregnet, so, dann stand ich da mit meiner Tochter. Ich habe ja keinen Balkon, aber ich fand's trotzdem schön zu sehen, dass, weißt du, dass die Natur sich mal freuen kann. Ach, oder? Dass es so schön regnet. Ach, ist doch toll. Ja? Ist doch einfach toll. Dass einfach mal die Sträucher und Bäume mal atmen können. Ach, ein bisschen aufatmen können. Und erstmal alle Fenster aufgerissen, erstmal die heiße Wohnung runtergekühlt. Das stimmt. Mega also, geil. Ich hatte wirklich noch richtig Resthitze von gestern. Ich aber gestern auch war unerträglich heiß, ja, in Berlin. Ja, es war ekelhaft. Und es, also es war wirklich, ich habe geschwitzt, als wäre ich Lukes Anwalt. Also es war nicht in Ordnung. Nee. Aber du meinst ja, der schwitzt gar nicht. Nee. Also ich hab's vorhin zu Lukas gesagt. Ja. Zu Jonas gesagt. Nee, Lukas Mockridge. Also wenn ich bin hier. Also Lukes Anwalt. Hey Sendechefs, ich bin da. Ich setz mir auch eine Perücke auf. Natürlich. Kein Problem. Der weiß doch jetzt einfach nur, fantastisch, jetzt wird hier eine große Abmahnwelle vielleicht noch gemacht. Ja. Das ist da mega. Das ist ja nur Papierkram. Ja. Also der schreibt ja jetzt einfach nur Rechnung. Das ist ja das beste Leben. Also ist mal wirklich, der will doch gar nicht schwitzen. Apropos Abmahnwelle, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Die haben wirklich aggressive Abmahnanwälte. Ich weiß, aber ich glaube, wir haben heute nichts Schlimmes gesagt. Und wenn, dann müssen wir den Abmahnbrief in der Folge vorlesen und daraus Reichweite machen. Das hilft ja auch nichts. Ja. Also, was wollen wir machen? Ja. Wir können ja nicht so tun, als hätte er nicht komplett einen Unsinn erzählt. Nee, aber das ist ja auch, das andere ist ja auch, bezieht sich ja auf ein öffentliches Medienprodukt. Ja. Wenn man darüber nicht eine Meinung abgeben kann, ja, dann muss man halt vor Gericht gehen. Also anders geht's dann nicht. Ich finde es auch, wie gesagt, wir hatten es am Anfang schon wirklich spannend, dass dieses Mal gab es gar keine Zurückhaltung. Nee. Dieses Mal hat keiner gedacht, wie kann ich das, sagen wir mal so aussitzen, dass man vielleicht dann doch nochmal in die Show eingeladen wird. Gar nicht. Also jetzt ist ja wirklich jeder so, was ein Scheiß-Take von dir. Naja, es gibt schon Leute, die still sind. Ja. Lautstill. Aber... Es gibt auch sehr viele Leute, die sagen, nee, Bruder, vielen also, Dank dafür. Wenn ich so überlege, aus der Kölner Comedy-Bubble habe ich nicht viele Takes gesehen dazu. Ja, aber ich glaube, die kennen sich eh alle nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die Comedy gucken. Das ist jetzt die Ausrede? Ja. Ich glaube, dass der eine Menge Zug hat da, in Köln. Weiß ich nicht. Ich kenne mich mit der Kölner Szene nicht aus. Naja, ich glaube schon, dass der, das ist so ein bisschen so wie Felix Lobrecht hier. Also der hat halt... Nee, der spielt doch da gar nicht und so, oder? Doch, natürlich. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, der wäre so, dass er einfach auch nicht spielt. Die Stadt ist klein. Naja, die Stadt ist groß. Nee, Köln ist nicht groß. Ja, Millionen haben die locker. Nein. Köln hat doch keine Millionen. Ich glaube, Köln hat eine Million. Nee, guck ich glaube, Köln ist eine der Millionenstädte. Das Köln, Einwohner. Man unterschätzt Köln. Ja, 1,1 Millionen. Okay. Trotzdem niedlich, aber... Oder wie wir es nennen, ein bisschen weniger als Kreuzberg. Ja. aber es ist halt einfach trotzdem vom Gefühl her eine ich weiß, kleine was Stadt. Du meinst. Die Leute kennen sich untereinander, ja, die Szene ist kleiner. Ja. Dieser Medienanschluss ist direkt da. Das und stimmt. Da ist er natürlich schon eine wichtige Nummer. Der ja war ganz lange der Nightwash-Typ, mhm, der 1000 Verbindungen, der ist sowieso, gehört da zum Kölner Landadel dazu, wegen seinen Eltern. also Medienadel, ja, ne? Der ist ja ein Nepo-Kind. Schauspielerfamilie, oder? Und ja, Schauspieler, mhm, ganz, also gerade vor allen Dingen in Köln, sehr bekannte Schauspieler.
Schauspieler und große Familie und so. Und das ist schon, ich glaube schon, dass da Leute vorsichtig sind, was sie da gegen ihn sagen. Verstehe ich. Wir alle haben Angst um unsere Karrieren. Früher hat mich das mehr aufgeregt, wenn Leute ruhig waren, aber jetzt bin ich so, ach Gerde, du willst die Miete zahlen, hast deswegen Angst, was zu sagen. Ist okay. Ich habe lustigerweise mit den Jahren wirklich immer weniger Angst, was das angeht, weil... Es geht nicht um dich, es geht einfach darum, was, man sieht ja so Kollegen und man sieht so, du wirst auch wieder nichts sagen, aber du hast halt auch Angst, was zu verlieren, was du gerade hast. Ja. Ich verstehe das immer mehr. Was du nicht hast. Oder was du nicht hast. Die ganzen Newcomer-Comedians und so weiter denken halt immer, naja, wenn ich es mir mit dem verscherze, dann habe ich nie eine Chance im Business. Ja. Lasst euch gesagt sein, es spielt keine Rolle. Nee, nicht wirklich. Ihr könnt alles selber machen. Ja. Es gibt jetzt mittlerweile genug Beispiele von Leuten, die sich komplett selber hochgezogen haben. Ganz liebe Grüße an Fabi Rommel. Paradebeispiel. Ja. Aber auch andere. Platz 1 des Beispiels. Und ganz ehrlich, diese Seilschaften, die bringen euch eigentlich mittlerweile fast mehr in Schwierigkeiten als alles andere. Ja, weil dann müsst ihr manchmal eine Haltung zu Dingen haben, wenn ihr gar keine Haltung haben wollt. Ja, genau. Ihr müsst dann nämlich zu Leuten stehen, die richtig viel Scheiße bauen. Also alle Leute, die sich mit Faisal und Luke und so weiter so verbunden haben, müssen jetzt auch diese Suppe löffeln. Ja, aber es waren echt nicht viele, muss man wirklich sagen. Weil das ist ja auch das Spannende, wenn in so Kontexten was passiert, dann ist man ja auch sehr schnell wieder beim Sie. Ja, ja. Weil das ja eben alles nicht echt ist. Das ist ja nicht ein Freund, der dann mal ein Interview gibt und sagt, ey, nee, aber du musst, Kumpel von mir. Ich hab vor einer Weile habe ich mit Helene Bockhorst ein paar Bilder zusammen gemacht. Also wir haben hatte ein Fotoshooting und hat mich mitgenommen und ich habe dann auch Fotos bekommen da. Und dann haben wir noch ein paar zusammen gemacht. die, so funny, als wären wir so eine Indie-Band, weil wir sahen aus wie eine Indie-Band zusammen. Ja, ihr seht locker aus wie eine Indie-Band. Und ihr Joke dazu war halt immer so, das sind dann auch ganz tolle Bilder, falls wir uns mal voneinander distanzieren müssen. Dann können wir das für den Post, ich muss mich leider von dieser Person distanzieren. Das ist funny. Ja. Man braucht eigentlich immer ein Foto mit jemandem, um sich dann distanzieren zu können. Das ist eine lustige Idee. Das fand ich auch mega funny. Schöne Grüße, Helene. Ja, ganz liebe Grüße. Und ja, ich glaube, also da kommen wir jetzt langsam hin. Aber es ist schon so, also wenn du jetzt solche Clips machst, ne, du musst ja dann auch... Würdest du für mich einstehen in der Öffentlichkeit? Oder ab welcher Sache würdest du sagen, oh, you're on your own? Also wenn du jetzt rauskommst und sagst, ich koche gerne Menschen und esse sie, dann werde ich sagen, ja, Falk war immer ein guter Freund, aber ich fürchte, das kann ich nicht unterstützen. Ja, okay. So. Aber du würdest trotzdem sagen, Falk war an sich ein guter Freund. Das mit Menschen essen finde ich jetzt viel. Ja, genau. Ja. Das finde ich ja voll okay. Ja, also, das würde ich ja nehmen. Also das ist halt immer die Sache, ne? Also ich verstehe es auch. Also wenn jetzt über mich morgen rauskommt, dass ich ein Drogenimperium geleitet habe im Hintergrund und irgendwie Heroin an Junkies verkauft habe am Ende. Und dann sagt ihr so, naja, also das können wir leider nicht tragen, Jonas. Dann muss man sich ja auch mal die Kappe aufziehen und sagen, ja gut, aber ich habe mir jetzt halt eine Insel in der Südsee kaufen können. Exakt. Wir sehen uns dann, Leute. Exakt. Mach's gut, Jungs. Ja. Viel Erfolg. Also dann, den Patreon-Cut kriege ich weiterhin. Ja. Besser kriege ich den. Weil ich bin jetzt ein Drogenbaron. Ja, genau. Sonst könnte es sein, dass hier so ein Kartell-Narko vorbeikommt. Vom Jonas-Imam-Kartell. Nee, also das ist halt immer die Sache. Ich glaube, man muss dann auch realisieren, wenn man tatsächlich, also natürlich, wenn man zu Unrecht beschuldigt wird, das ist ja eigentlich der eigentliche Knackspunkt. Wenn jemand zu Unrecht beschuldigt wird und dann halt durchs Internetdorf getrieben wird, und dann wenden sich alle von dir ab, dann ist es natürlich bitter. Das ist sehr bitter, weil du nichts dafür kannst. Ja. So. Aber ich denke mir dann auch immer so, ja gut, aber in viele von diesen Situationen kommt man ja auch erst, weil man Mist baut. Also Weiß ich nicht. Also, naja, was gibt's denn für Situationen, wo du reingeraten kannst, wo du wirklich selber nichts verbrochen hast? Also wenn ich den Jörg Kachelmann richtig verstanden habe, dann wurde Jörg Kachelmann, also sag mal so, ob man das jetzt moralisch vertretbar finden möchte, wie er seine Partnerschaften organisiert hat. Ja. Das steht auf einem Blatt Papier. I don't give a fuck. Das ist das Blatt Papier. Aber das ist ja das Spiel. Aber die Anschuldigungen waren ja dann ganz andere als, das stimmt. Der Jörg Kachelmann, der war nicht immer höflich, wenn er das Taxi gerufen hat. Das stimmt. Das ist jetzt nicht dasselbe. Aber die Sache ist halt einfach, wenn du mit labilen Menschen Beziehungen führst. Absolut. Und das kann er mir nicht erzählen, dass ihm das nicht bewusst war. Mhm. Also, es mag sein, dass der Sex geil war aus irgendwelchen Gründen. Hey, war der fantastisch. Genau. Aber das war ja auch deswegen, weil er ein bestimmtes Beuteschema hatte. Er hat bestimmte Frauen entweder an sich rangelassen oder gesucht, die psychologisch so schwierig waren, dass er, der hat damit Feuer gespielt. Ja, das mag sein, aber jetzt ist natürlich dann, also sag mal heißt so, nicht, dass es okay ist, ihn zu Unrecht zu beschuldigen. Exakt, weil das hat sein Leben dann auch schon über Jahre ruiniert. Immer noch. Für, hey, ich hatte da ein bisschen Lust auf fantastischen, unverbindlichen Sex. Fucking hoher Preis, von dem ich finde, den muss keiner zahlen.
für diesen Sex. Ja, das ist halt noch die Frage, ob das alles passiert wäre, wenn er diese Leute anständig behandelt hätte. Ja, das weiß ich nicht. Weil ich glaube nämlich, das ist halt das Problem. Du kannst zu viel Strafe bekommen für dein Verhalten. Aber vielleicht mal so ein HDGDL ans Ende der SMS. Ja, aber einfach, warum, also okay, nehmen wir mal an, er hat jetzt sich dann Frauen rausgesucht. Übrigens alles auch wieder allegedly. Ja. Ich versuche gerade, Karin mal in Schutz zu nehmen. Nee, ja, da kann das ja komplett rausnehmen. Nehmen wir mal an, du bist ein aufstrebender Comedian, du bist auf dem Weg nach oben. Und es gibt eine bestimmte Kategorie von Frau, die dich immer wieder so aufsucht, sag ich mal. Und du merkst aber relativ schnell, wenn du nicht komplett bescheuert bist, oh, da liegt aber auch psychologisch einiges im Argen. So. Krass, ja. Ich habe das Gefühl, das hätte ich wohl auch schon mal erlebt. Ja, ich habe das mehr auch schon erlebt. Und dann können wir doch über uns reden. So, und dann sehr viel besser. Kann man jetzt darüber streiten, das sind erwachsene Menschen, die sind auch für sich selber zuständig bis zu einem gewissen Grad hin natürlich, mit Therapie aufsuchen und so weiter. Mhm. Aber kann man denn diese Leute, mit denen man Sex hat und mit denen man, kann man die denn nicht einfach nett behandeln? Mhm. Liebevoll. Ja. Warum ist das denn so ein Problem? Mhm. Und dann muss man sich vielleicht auch im Nachgang gar nicht so eine großen Gedanken machen, dass das jetzt einem wahnsinnig auf die Füße fallen wird, weil man diese Menschen mit Respekt und Liebe behandelt hat. Mhm. Kann ich jetzt nur an einem sehr speziellen Beispiel an mir festmachen, dass auch mit gutem Willen das nicht immer gut enden muss? Nein, das stimmt. Aber das kann trotzdem zumindest unangenehm werden, jetzt aber jetzt nicht auf dieses ganz schlimme, wir müssen jetzt hier im Nachtreten über Lügen die Karriere von jemand anderem zerstören. Genau. Das ist ja nochmal eine andere Kategorie dann. Und das meine ich ja nur damit. Ja. Also ja, das kann unangenehm werden, ist okay. Aber ich glaube immer, wenn man Menschen mit sehr viel Liebe und Respekt behandelt, so gut man kann, dann zu seinen besten Möglichkeiten und halt kein Arschloch zu denen ist, jedenfalls nicht mit Vorsatz, dann wird das halt vielleicht mal persönlich unangenehm zwischendurch. Aber ich glaube nicht, dass es sich so aufschaukelt. Weil ich glaube, was da passiert ist, ist, wenn jemand, der eh schon angreifbar ist und mit Depressionen zu kämpfen hat, mit manischen Zuständen kämpfen hat und so weiter, und wenn diese Person dann auch noch hart getriggert wird durch das Verhalten von diesem Gegenüber. Ja, dann geht's richtig los. Ja, natürlich. Dann schaukelt sich das auf. Das ist wie so eine Resonanzkatastrophe. Ja. Also A, würde ich empfehlen, wenn ihr denkt, diese Person, die ich gerade date, ist psychologisch sehr schwierig und durcheinander und vielleicht auch, bipolar Borderline zum Beispiel oder so, dann vielleicht auch einfach mal sagen, ja, vielleicht ist diese Person nicht bereit für eine Beziehung und ich bin nicht bereit für eine Beziehung mit dieser Person. Ich bin kein professioneller Psychologe. Ja. Ich weiß noch nicht, ob das ist, also manchmal muss man dann auch einfach sagen, das kann ich nicht, das ist nicht managebar. Das ist auch eine Sache, die ich auch lerne, dass man halt einfach sagt, ich liebe diese Person, die ist toll, die hat ganz viele tolle Eigenschaften, aber ich bin vielleicht nicht in der Lage, deren Highs und Lows zu managen. Und an der Stelle muss ich etwas adden zu dem, was Jonas sagt. Ich weiß, der Sex ist der Wahnsinn. Macht euch nicht euer Leben kaputt für guten Sex. Ihr werdet nicht die erste Person. Ihr werdet nicht die letzte. Ja. Just don't do it. Kein Sex der Welt ist das wert, was ihr euch am Ende des Tages ins Haus holt. Ich habe sehr viele Freunde, die das gelernt haben. Ja. Lernt von ihnen. Macht's nicht. Und das ist ja auch eine Sache, die oft so in den 20ern und 30ern Leute so rausfinden durch die ganzen Dating-Geschichten. Aber also einfach einfach mit Liebe, möchte ich betonen, sagen, hey, das kann ich nicht. Kann das nicht. Und eine Grenze ziehen. Mhm. Und aber halt nicht ein Arschloch sein, ghosten, Leute irgendwie bloßstellen in der Öffentlichkeit, sagen, nee, sag denen einfach, die Olle ist verrückt. Nein, das müsst ihr den Leuten sagen. Ihr müsst schreiben, hey, du bist Kuku und Lost. Nein. Doch, Kuku und Lost. Nein. Doch, ist ein tolles Kinderbuch. Das ist Kuku und Lost. Bitte mach das nicht. Mach's auf gar keinen Fall. Nee, ich will das wirklich sagen. Bitte mach das nicht. Please don't do that. Triggert keine Leute, die eh schon vulnerabel sind. Oh. Jonas, wollen wir ganz unverfänglich die Folge langsam ausklingen lassen? Ja. Weil ich glaube, wir haben ja immer heute sehr dicke Bretter gebohrt. Ja. Und ich habe noch ein ganz dünnes Brett dabei. Ich glaube, wir haben vor allen Dingen an dem Ast gebohrt, auf dem wir sitzen. Nicht mal gesägt, wir haben den Ast reingebohrt. Wir haben da einmal reingebohrt. Ja, ganz liebe Grüße an den Senderchef von Sat1 und ProSieben. Ich sag mal, sterbendes Medium, ne? Das hat er gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, deine Tochter jetzt weißt, ist zwei. Weißt du was? Dann beweis mir doch das Gegenteil. Hol doch mal eine wirklich neue, spannende Show rein. Ja. Was ich sagen wollte ist, ich habe sehr viel Paralympics geguckt in letzter Zeit. Ah, okay. Und es gibt einfach eine Sache, die ich so dermaßen liebe. Ja. Und ich möchte mir das jetzt auch angewöhnen. Und cut. Danke, das war die Show. Vielen Dank.
Darf ich den Take weiter ausführen? Mein Name ist Jonas Imam, das hier ist Daniel Holzweg. auf dem befindet er sich gerade. Ja. Und das machen wir nicht. nein, bitte. Ich hab so einen guten Take. Ja. Ich hab so einen guten Take. Oh, bitte nicht. Wirklich, ich hab so einen guten Take. Ich hab so viel Angst, bitte. Ich hab so einen guten Take. Okay, was ist der Take? Also, ich hab ganz oft gesehen, Leute, die vor allem auf so Kurzstreckensprints, haben Leute mit Sehbehinderung oft so Guides. Die mit denen laufen, die sind ja quasi an der Hand und dann werden die so geführt. Und ich habe gestern eine Sache gesehen, die fand ich so fantastisch. Also Sprints, meinst genau, du? Ja. Genau, okay. Die möchte ich auch übernehmen, weil vor allem so Länder wie Brasilien und Kuba, da haben sich die Guides, nachdem oder während die Nationalhymne lief, unfassbar sexy bekreuzigt. Und das machen FußballspielerInnen auch. Ach so, Und ich will lernen, mich sexy zu bekreuzen. Mit so einem kleinen Kuss am Ende. Ja, so. Und ich kann das nicht. Ja. Und ich wäre bereit. Aber bist du ein Christ? Ne, das wäre jetzt mein Take. Ja. Ich wäre nur bereit, für sexy bekreuzen, mich taufen zu lassen. Aber das wäre mein Antwort. Du musst dann in die Kirche rein. Ja, einmal, um mich taufen zu lassen. Nee, Kirchensteuer. Wie viel ist denn das? Wie Prozente drücke ich ab? Nicht wenig. Sag mal, weißt du es? Nee, weiß nicht aus dem Kopf nicht. Das muss ich jetzt einmal gucken, ob mir das wert wäre. Und auch super schwer auszutreten. Aber du weißt, was ich meine, dieses. Ja, ja. Das ist ja. So fucking Kannst hot. Du dich irgendeiner Freikirche anschließen? Das ist ja so fucking hot. Das ist so hot, Jonas. Hast du es mal gesehen, wie so ein schöner Brasilianer das so ganz locker lässig macht, einmal nach oben küsst? Natürlich, klar. Leck mich am Arsch, das heißt. Kannst du nicht das will ich immer am Ende meines Sets jetzt Warum machen. Warum kannst du nicht eine eigene Geste entwickeln? Nein, will ich nicht. Ich habe dir eine erfunden neulich, du kannst sie gerne benutzen. Ja, das ist ja überhaupt nicht sexy. Doch. Das ist ja überhaupt nicht hot. Ey, schreibt uns hier drunter in die Kommentare, wenn ihr das sexy findet. Das ist ja überhaupt nicht hot. So, wir gucken, was glaubst du, wie hoch die Kirchensteuer ist? 9%. Wow, ist perfekt. Das ist genau. Eine absolute Punktlandung. Ich sag dir auch warum. 10 klingt viel. 9,99. Und 9% eurer Einkommen ist richtig viel. Ja. Das ist richtig viel Geld. Ja. Wow! Bist du einfach 10% deines Einkommens? Alter, Vater! Die Kirche, die gute alte Kirche, die wissen, wie es mit den Moneten läuft. Ja, die haben's drauf. Ich wäre bereit, 9% meines Einkommens abzugeben, damit ich das hier immer am Ende meines Sets machen darf. Für immer, 9%. Für immer. 9% meines Einkommens. Pass mal auf. Für immer. Ich besorg dir eine du Geste. Du bist mein Anwalt, was sagst du dazu? Ich nehme 6% von deinem Einkommen und du darfst diese Geste verwenden. Das ist doch ein Deal. Ich habe gerade das Gefühl, ich muss kein Geld bezahlen, eine Geste zu machen. Na doch. was ist, ist es voll, vielleicht ist das noch eine spannende Frage, ist es respektlos, wenn ich die Geste mache, obwohl ich nicht in der Kirche bin? Nein, du kannst ja Christ sein, ohne in der Kirche zu sein. Also das heißt, ich kann ja auch einfach behaupten, ich wäre Christ. Also ja, ich fände es ein bisschen unehrlich. Ja. Aber, ist es so unehrlich, dass das meine Karriere so zerstören wird, dass jemand dann über mich Unwahrheiten verbreitet, die meiner Karriere schaden? Naja, nee, jetzt du verbreitest ja Unwahrheiten. Ja, exakt. Aber deswegen bin ich begegne ja der katholischen Kirche nicht mit der maximalen Liebe. Aber das vielleicht tritt du die musst dann kein Katholik sein, um das machen zu können. Ah, okay. Da gibt's ja, es gibt ja viele Flavors von Christentum. Aber ich habe das Gefühl, das machen schon gerne Katholiken. Das ist schon für mich ein Katholiken. Ja, aber in Südamerika gibt es auch ganz viele andere. Ah, okay. Also so protestantische und dann auch so Ablegerkirchen und so. Die haben auch die ganzen weirden amerikanischen Kirchen teilweise, die wir hier gar nicht haben. Was würdest du, was wäre eine Sache, die du dir jetzt aus dem Christentum klauen dürftest, so wie ich jetzt meine sexy ich küsse in die Luft Geste, ohne dass du Christ werden musst. Aber du kriegst die Sache. Und sag jetzt nicht Immobilienwerte in Milliardenhöhe, weil die würde ich nämlich auch nehmen. Große Goldketten. ein Funny Hut. Nein. Ja, von mir aus nimm den Funny Hut. Das nee, also ich weiß gar nicht, ich bin ja gar nicht so antichristlich oder so. Mhm. Ich finde tolle Sachen drin von Olle Jesus. Mhm. Und ich will noch mal ganz kurz empfehlen, Stuart Lee hat ein Programm gemacht, wo er aus der Perspektive von Judas erklärt, wie es dazu kam, dass er Jesus verraten hat. Fantastisch. Mega funny. Sehr spezifisch nichisch. Das Problem ist einfach, jetzt hast du eigentlich das Einzige, was irgendwie, das sind ja diese plakativen Dinge, weißt du, so eine, oder auch so ein Kreuz tragen. Und das Küssen? Ja. Fantastisch. Ja. Das will ich auch noch. Nächstes Krieg Jahr ich beide? Ist ja irgendwie auch ein schön aussehendes Symbol, obwohl es eigentlich für was Schlimmes steht, also was jemandem Schlimmes passiert ist, ne? Weiß ich nicht. Ich hab's da nicht so. Da lasse ich mir lieber noch mal eine Pyramide tätowieren oder so. Mhm. Also, oder eine Sphinx. Zwischen die Schulterblätter? Ja, so ein großer Sphinx auf der Brust, mit den Pyramiden im Hintergrund und Obelix, wie er an der Nase hängt. Weil das könnte dein Traumfänger sein. Ich habe ja die ein oder andere Frau auch schon mal gesehen, die so einen Traumfänger zwischen den Schulterblättern hatte. Die haben vor allen Dingen oft das Ankh.
Das ist dieses, dieses der Lebensschlüssel. Das gibt's auch noch, aber den hat man selten zwischen den Schultern. Aber wenn du eine Frau findest, die das hat, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem anderen Tipp wieder zurück. Einfach mal einen Bogen drumherum machen. Es gibt schon echt Red Flags, wo man sagen muss, ja. Spannend, wie oft es dann doch wohl stimmt. Ja. Astrologie ist auch ja. eine Gateway-Drug. Absolut. Muss nicht schlimm sein, absolut. Aber das ist so das Kiffen der harten Drogen. Ja, für mich wirklich ganz, ganz nah an einem kompletten Ausschlussgrund für näheren ja, Kontakt mit einer gibt, Person. Es gibt ja viele Frauen, die das so ein bisschen ironisch machen. Ja, und das, so das ernst ist ja voll nehmen. Klar. Ja. Ist ja okay. Ja. Hier mal so zum Spaß kichernd die Karten legen, alles ja. gut. Okay. So, aber so dieses Paulina Roginski, ah, okay, ich bin ja, offensichtlich ja. komplett lost, ja. das finde ich ganz schön doll. Das ich sag mal so, mich. Wenn ihr anfangt, über Aszendenten nachzudenken, genau. genau. dreht um. Genau. Ihr seid zu weit. Exakt. Ihr seid einfach sagen. Zu weit gegangen. Geht einmal wieder einen Schritt yep. zurück. Macht es eine Ebene tiefer wieder. Ja. Bisschen runterfahren. Was glaubst du, warum Frauen tendenziell etwas empfänglicher dafür sind als Männer? Ich kann dir sagen, ich habe einmal die Theorie gelesen, dass, und das ist jetzt aber wirklich ein Take, den kann ich mit nichts untermauern. Mhm. Ich will jetzt hier nicht in irgendeine so toxische Bro-Podcast-Ecke gesteckt werden. Aber es gibt so ein bisschen die gab lange die Theorie, dass Frauen die Träger der Religion sind. Soll heißen, nee, wenn du dir darüber nachdenkst, wer lange Zeit zwangsweise Kinder betreut hat und damit ja auch immer der Grundpfeiler für Glauben wird ja immer in den allerersten Jahren gelegt. Mhm. Also wenn du Kindern von Anfang an sagst, es gibt keinen Gott und macht euch keinen Kopf drüber, dann nehmen die das einfach an und den Rest ihres Lebens ist es auch nicht wirklich relevant in den ja. meisten Fällen. Aber wenn du natürlich früh anfängst mit ja und Jesus und dann, ne, und der liebe Gott guckt immer auf dich drauf mhm. und so, ne, dann legst du die Pathways mhm. dafür. Okay. Und es ist oft tatsächlich so, wenn du auch so an klassische Familien denkst, Väter meistens nicht so gläubig. Es geht. Es gibt Ausnahmen. Ja, aber die meisten Ausnahmen, aber ich weiß, was machen du das eher so kulturell mit. Ja. Es ist nicht so relevant. Ja. Außer ja. in den USA, da sind die Leute gerne noch komplett locker. Ja, ja, genau. Also wenn es so hart religiös wird, dann sind Väter auch wieder ja. dabei. Und dann ist es aber auch eine Form von so Despotismus und Patriarchat, dass ich da. Du schreibst gerade so ein bisschen eigentlich die Simpsons. Ja, ja. So, Mike ist das sehr wichtig und ja. die Kinder auch. Und Homer ist so, mein Gott, warum müssen wir Sonntag dahin? Ja. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist er, hey, so Gott, could ja. you help? Genau. Ja. Aber das ist ja dann auch immer so der Winkelzug des Halbgläubigen, ja. nochmal zu sagen, naja, komm, also kannst du mir nicht mal kurz, schick mir doch mal was. Aber ich glaube, da ist ein bisschen, das finde ich auch mal ganz interessant, also Männer versteifen sich ja dann oft auf ihr Gefühl, dass es rational ist, was sie tun, was ein Gefühl ist ja. in den meisten Fällen und nicht so rational, wie sie es gerne hätten. Und ich glaube, dass Frauen dann für sozusagen so paranormale Sachen und auch so ein Paraglauben eher ansprechbar sind. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es könnte eine emotionale Sache sein. Ja. Das wäre mein Gedanke gewesen, dass es einfach ein bisschen emotionaler ist. Weil das halt sehr viel über Emotionen geht. Ja. Es geht ja nicht über Logik. Also du kannst ja keine Religion der Welt über Logik aufrechterhalten. Ja, ich rede jetzt aber wirklich mehr so über so Astrologie-Fufu, was aber ja keine Religion ist. Es ist vielleicht eine Ersatzreligion, aber es ist keine Religion. Es hat eine ähnliche Funktion. Ich verstehe es. Also, man könnte es aber eher ab einem gewissen Grad fast als sektenhaft betrachten. Wo da jetzt wieder die Frage ist, wo ist die Sekte, wo ist die Religion? Aber ich wollte lighthearted enden. Ich ja. wollte nicht in der Diskussion enden. Ja, ja. Wisst ihr was? Von mir aus seid Stiere und Wagen und seid nicht kompatibel. Das juckt mich alles nicht. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, ich finde es halt immer interessant, also warum sich sozusagen damit so Begrenzungen schaffen. Ja, also wenn du denkst, dass Löwen besonders feurig sind, weil es ein Feuerzeichen ist, okay. Könnte auch daran liegen, dass das Kinder sind, die im Sommer geboren sind und einfach von Anfang an mehr Sonne abbekommen haben. Gibt tausend Gründe, Dinge zu begründen. Ich kenne auch Löwen, die sehr introvertiert sind. Ja. Kann man sich alles so zurecht... Kannst du locker alles machen. Genau. Aber ich zum Beispiel würde eher daran glauben, wenn mir jemand sagt, Kinder, die im Winter geboren sind, neigen ein bisschen mehr zu introvertierter Depression. Weil sie drin waren die ganze Zeit. Ja, genau. Weil wenig Sonne und die ersten paar Monate waren prägend und dann hat sich das ein bisschen aufs Gemüt gelegt. Okay. Stimmt gar nicht bei meiner Tochter. Ja, genau. Stimmt eben oft auch nicht. Nee. Und ich bin im Sommer geboren und ich habe genug mit Depressionen gekämpft. Mhm. Also insofern, ich weiß nicht. Ich finde, legt euch einfach diese Begrenzung nicht auf und um Gottes Willen lauft nicht durch die Gegend und denkt, dass eine Waage nicht mit einem Ozelot zusammen sein kann oder was auch immer. Wenn ihr durch die Gegend lauft und an etwas glauben wollt, dann glaubt an den 26.10. Ja. Weil da geht es nämlich VMD live verprügelt mit Drachen. Ich sag mal, frühes Weihnachten. Ja, ist wirklich ein frühes Weihnachten, ja, auch ja. für uns. Ja, ja. So, wir kommen in die Göre, wir ja. machen Roleplay. Ganz kurz, das ist eine Location. Okay. Ach so, ja, wow, du hast recht. Ja, wir kommen in eine Location namens Göre ja. und da setzen wir uns hin, da wird gewürfelt, da wird gelacht, da ja. wird aufgezeichnet und es wäre super, wenn ihr kommt. Ja. Das wäre ganz, ganz wichtig. Wir haben es extra auf den Samstag gelegt, ja. falls ihr so süße Mäuse seid, die sagen, würde ich auch einen Anfahrtsweg nehmen,
You could do it. Ja. Ihr könnt es machen. Und es lohnt sich auch, weil es sind knapp 4 Stunden. Ja, wir werden es lange machen. Weil sonst lohnt sich das nicht mit der Aufzeichnung. Und das heißt, ihr kriegt richtig was für euer Geld. Ihr könnt da, also es lohnt sich dann auch wirklich vorbeizukommen. Ihr könnt, wenn ihr über ein Wochenende kommt, dann gleich noch Falks Show am Sonntag mitnehmen. Mhm. Ja, oder Freitag in Mad Monkey Room oder Downstairs oder Tati. Ihr könnt wirklich. Ja. Ihr könnt wirklich, wenn ihr das wollt, könnt ihr Comedy Deutschland schnuppern. Ja. Weil da gibt es den geilen heißen. Der richtig dran riecht, der kann da hinkommen und an den Comedians riechen. So das stimmt, das stimmt. Die lieben das. Ja, und ihr werdet sofort riechen, wer erfolgreich ist. Man riecht den Erfolg. Ach ja? Letztens hat mich Tutti Tran umarmt. Und ich war wirklich Der hat so einen Rahmen um dich gebaut. Wow, riechst du erfolgreich. Das war richtig. Das war das Erste, was mein Kopf gedacht hat. Teures Aftershave oder was? Aber es roch so gut. Okay. Das war so richtig, das hat sich so um meine Nase und dann liegt es da so und dann ist er da so weggeschwebt. Ja. Und ich war kurz Fufu, muss ich wirklich sagen. Also, großes Kompliment, du riechst fantastisch, Tutti. Jetzt habe ich es doch wieder weird gemacht, ich wollte nicht. Sehr weird. Tutti, halte dich von solchen Leuten fern. Nachher dichtet der dir irgendwas an, was dir in der breiten Gesellschaft zum Verhängnis wird. Ja. Oh, sehr gut. Aber ansonsten, wie gesagt, das wäre so funny. Was? Wenn du einfach dann irgendwann loco gehst und dann so, ja, Tutti, und ich hatte eine Affäre miteinander. Und er hat mich richtig beschissen behandelt. Und ich habe so einen Schal aufbewahrt, der nach ihm riecht. Ja, ja. Ganz liebe Grüße, musst du dir keine Sorgen machen. Genau, 26.10. sind wir in der Göre. Jonas ist auf Tour ab nächstem Jahr, bin ich richtig? Ja, ganz früh im Januar geht's los. Ich glaube, der 10. ist das Erste. Mhm. Es geht vor allen Dingen erstmal in Schwabenland los. Schwäbisch Gmünd und Stuttgart. Aber ich komme überall in München, Hamburg, Leipzig. Die absoluten A-Märkte. Köln und Mainz. Nee, Mainz weiß ich noch nicht. Köln auf jeden Fall. Wundervoll. Tolle Städte. Also Nordrhein-Westfalen habe ich auf jeden Fall ein paar Städte noch. Wirst du lieben. Und es wird gut. Super. Ja. Mich könnt ihr ab dem 1.10. wiedersehen. 1.10. bin ich in München und danach immer so 3 Termine im Monat. Genau, 1.10. geht's wieder los. Und dann baller ich, glaube ich, auch durch bis April. Also da kann man mich oft sehen. Immer zu viel heißt das Solo. Ansonsten haben wir Patreon. Ich hoffe, wir haben nicht irgendwo einen Tag, wo wir beide in derselben Stadt sind an verschiedenen Locations. Oh, ich hoffe so sehr. Ja, das wäre richtig scheiße. Nee, das wäre mega. Müssen die Leute sich entscheiden. Ja, das ist kacke, aber danach können wir abhängen. Ja, toll. Das ist immer. Ja, Jonas. Und dann kommen die alle zu dir, weil du hier der gute Laune-Klaus bist. Jonas, hey, mein Programm ist sehr witzig und sehr, sehr gut launig. Jonas, wenn die Tickets schlecht laufen, können wir auch zusammenlegen. Macht jeder 45, wir teilen die Gage und gehen danach Tee trinken zusammen. Trinki-trinki machen. Ach nee, scheiße, ja. Ja, Jonas, ich bin immer noch beim Hang. Ich sauf nicht, aber ich sitze mit dir, ja, keine Sorge. Du kriegst einen alkoholfreien Wein. So, ansonsten haben wir Patreon. Wenn ihr wollt, kriegt ihr da für einen 5er im Monat noch einmal die Woche eine VMP-Folge mehr. Korrekt. Oder ihr könnt dasselbe zahlen und eine VMD-Folge mehr kriegen. Oder ihr könnt 8 Euro zahlen, dann kriegt ihr beides. Genau. Das ist sehr viel. Oder noch mehr und dann kriegt ihr noch mehr. Also wir sind da ganz offen. Und es ist nicht nur das, ihr kriegt sogar von Patreon automatisch nach 3 Monaten immer ein kleines Geschenk zugeschickt, je nachdem, wo ihr eingestiegen seid. Also es gibt Dinge. Es gibt Dinge. Ja. Eine Tasse zum Beispiel. Vor allem gibt es uns. Ja. Vielen Dank, dass es euch gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr ein Medienanwalt seid, vielleicht sogar Dr. Scherz. Ganz liebe Grüße. Ich habe oh Gottes Willen, warum nennst du jetzt Namen? Herr Dr. Scherz, ich habe letztens die Doku über Sie gesehen. Absolut fantastisch. Ich finde, Sie sind ein bewundernswerter Mann, der sich das zur Aufgabe gemacht hat, die Privatsphäre anderer Leute zu schützen. Größten Respekt davor. Bitte verklagen Sie uns nicht. Sie sehen nämlich wahnsinnig erfolgreich aus. Yay! Meinst du, der riecht gut? Der riecht so gut. Okay, dann komm gut nach Hause. Nehmt ihm mal die volle Kaution. Und Gott schützt Internet. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt. Mit Punchlines.